Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, Zuschauerinnen. Mal wieder zum Verantwortungstreff, samstags immer 18 Uhr. Vielleicht verschieben wir es, aber dann wird immer 18 Uhr einer ein paar Minuten da sein, der eventuelle Besucher, die es nicht wissen, empfängt und ein bisschen auf die spätere Zeit hin verlegt. Und ja, also Grundprinzip ist ja, bei allem, worüber wir immer so nachdenken und reden, warum nicht ab und zu, vielleicht eben einmal die Woche für ein Stündchen oder zwei, miteinander über die Grundbedeutung oder allgemeine Bedeutung von Verantwortung nachzudenken und zu schauen, ob man da richtig gepolt ist. Ja, wir machen das ja schon seit geraumer Zeit offen für alle, entweder durch direkte physische Teilnahme oder telefonisch, per Telefonkonferenz. Wir nehmen es auch auf, damit alle was davon haben oder alle, die möchten, was davon haben können. Wir sind häufig sind wir ein routiniertes Dreierteam, der Dylan, der Louis und ich. Und so ist es auch heute Abend erstmal, vielleicht kommt ja noch jemand dazu. Und damit gebe ich zum Anfangsbeitrag, ersten Beitrag mal an den Dylan weiter. Ja, ihr hört mich gut. Störgeräusche alles aus, vielleicht Mikrofone so. Und ja, ich lege mal los, indem ich sage, wir haben ja bei uns das große Thema, dass wir Gutes tun vermehren wollen. Das ist ja mit dem Stichwort auch der doppelten Doppelschienigkeit bei uns, dass wir sagen, der ÖFF ist Spezialist für die Verantwortungsbildung und eine Erzeugung eines Verantwortungsbewusstseins in den Menschen, dass sie zum Gutes tun veranlasst sozusagen. Und ich neige dazu, mit dem Weltrat und den Next Scientists for Future dafür, dass wir sagen, wir brauchen so ein paar Leckerli dazu, wir müssen Gutes tun, durch positive Anreize belohnen, also generell Gutes tun muss. Seit der Erfindung des Tauschhandels gilt das Gesetz aus unserer Sicht, dass es auch hilfreich ist, Gutes tun zu belohnen, damit die Leute sozusagen, damit der Arzt nicht mehr seinen Profit macht über Verkaufen von möglichst vielen Operationen, sondern indem er sozusagen ja letztendlich Gesundheit fördert und Krankheit verhindert und genau dafür belohnt wird. Das ist quasi unterstützend. Wir bauen also mit Verantwortungsbildung und mit positiven Anreizen versuchen wir das Gute tun, an dem es ja in der Welt überall mangelt, zu vermehren. Das ist ja unser bisheriges Zwischenergebnis sozusagen. Und im Herzen liegt uns natürlich, mir liegt natürlich die Partei und die Politik als Lösungsweg, also Politik und die Kommune auch. Und zur Kommune ist, dass ich ja letztens nochmal gemailt hatte, ich lese es gerade hier nochmal vor. Meine schlimmste Befürchtung ist, dass folgendes Gesetz gelten könnte. Wer auch nur einen Irrtum im Kopf hat, zieht Menschen mit ähnlichen Irrtümern an. Übrigens so gerade geschehen, auch in der Partei Die Basis, die mittlerweile ganz bestimmte Irrtümer haben sich dort unheimlich vermehrt, haben immer mehr Leute angezogen, die gleichen Irrtümer tragen, weswegen diese Partei aus, fürchte ich, scheitern wird jetzt bei der Bundestagswahl. Und dann zweiter Satz, ein grundsätzlicher Irrtum in einer Kommune reicht, um eine für die Massen wirklich, wirklich, wirklich attraktive Kommune, die zu einer Abstimmung mit den Füßen führen könnte und würde, zu verhindern. Und deswegen reden wir ja auch viel über mögliche Irrtümer. Und ich habe jetzt sozusagen, was ist das hier? Moment. Ja, und dann noch ganz neu, das ist noch mal ganz neu jetzt innerhalb der letzten Woche hier. Ich gehe da mal drauf hier auf die Partei des Gemeinwohls. Da ist ein ganz revolutionärer Satz drin, der aber vielleicht der Sache hoffentlich gut tut.
Wir sind ziemlich weit vorne, direkt unter der Erläuterung, dass wir eine für die freie Argumentekultur stehen und uns verstehen als Fragpartei sozusagen. Wir sind offen für alle sachlichen Argumente und somit auch offen für kontroverse sachliche Diskussionen in unseren Talkshows über den einzigen real denkbaren superdemokratischen Kommunismus, einen fairen Wettbewerbskommunismus oder Leistungskommunismus und diesbezügliche gesunde planwirtschaftliche Teilelemente im Gegensatz zu dem alten Konzept eines vermutlich nicht funktionsfähigen Konkurrenzsozialismus, an den übrigens zu eurer Information Professor Hans-Werner Sinnmann eine Zeit lang geglaubt hat. Aber ich habe mir den angeschaut, der ist zu wettbewerbsfeindlich und wird, also da sind zu wenig positive Anreize dabei und deswegen glaube ich nicht so recht an den Konkurrenzsozialismus. Aber unser neues Stichwort eben jetzt Wettbewerbs- und Leistungskommunismus, an den glaube ich. Und das ist auch das, wo in der Richtung muss eben auch eine Kommune liegen, wenn sie Tauschhandel praktizieren will, wenn sie Arbeitsteilung im großen Stile praktizieren will. Wenn nicht, ist das nicht nötig. Aber Arbeitsteilung und Tauschhandel und so weiter machen ja aus meiner Sicht es hilfreich, die Situation mit positiven Anreizen zu ergänzen, ja, und zu optimieren sozusagen. Eine Art Leistungs- und Wettbewerbskommunismus, ja, letzter Satz noch für meinen ersten Beitrag. Piep, piep, piep. Eine Art Leistungs- und Wettbewerbskommunismus hat zweimal funktioniert, bewiesenermaßen sogar heute noch im urmatriarchalen pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunismus, eben der Bonobos, Panpaniskus und höchstwahrscheinlich ganz ähnlich, aber vermutlich aber wesentlich weiterentwickelt beim späten Homo erectus, also bei unseren Urgroßeltern, die bekannten leistungs- und wettbewerbsfeindlichen Pseudokommunismen, Sozialismen wie DDR und Co. haben im Gegensatz dazu niemals irgendwo funktioniert, wirklich funktioniert, genauso wie der neoliberale, bösartige, patriarchale Raubtierkapitalismus, beschönigend soziale Marktwirtschaft genannt, offensichtlich auch nicht richtig funktioniert. Ja, das war mein Inputbeitrag. Ich gebe weiter an Öff-Öff. Ja, danke schön, Dylan, danke schön. Also der erste Beitrag kann ja immer auch ein bisschen dazu dienen, zu sagen, wo ist gerade der Stand des Denkens und Lebens? Ich zähle mal ein paar Dinge auf, zwischen denen ich so hin und her gerissen bin. Dass ich mit dem Lewis zusammen ein spannendes Experiment mache, das sage ich am Ende. Aber gleichzeitig schon mal, dass wir eben in diesem Rahmen jetzt 2 Tage lang einen Mahnwachen-Camp-Standort, den wir freundlicherweise hier in Stadtallendorf am Rande des sogenannten Herrenwaldes, oder wir nennen ihn mit den Öko-Widerständlern am liebsten Herrenloswald. Also da haben wir einen Feldcamp-Standort, einen Mahnwachen-Standort, mit dem wir da gegen den Bau der A49 und insgesamt gegen die Naturzerstörung und gegen das Demokratiedefizit, dass da nicht nach den vernünftigen Argumenten gegangen werden kann, was all das, also sowohl die Naturzerstörung wie auch die Kämpfe zwischen Protestierenden und Polizei, verhindern könnte. Weil die Argumente sind so eindeutig. Das Ganze könnte nicht laufen, wenn wir eine richtig gute demokratische Klärungsbühne hätten. Ihr wisst ja, da bin ich die ganze Zeit immer wieder dran, dass ich das als Hauptschlüssel bezeichne für die Lösung. Eine freie Argumentekultur beziehungsweise Plattformen dafür, wo alle Argumente freien Zugang haben, gemäß Beuysbacher Konsens, also freie Wahlalternativen, Übersicht für freie Wähler, das heißt wirklich komplette Meinungsfreiheit, weil dann dürfen keine Vormünder vorzensieren oder die Inhalte ausfiltern. Und das B, also als zweiter Maßstab für diese Plattform, es nach Argumentequalität statt Korruptionseinflüssen gehen soll. Schon die gute Absicht würde aus meiner Sicht die riesengroßen Luftballons, die in der Weltpolitik und Wirtschaft so rumgeistern, serienmäßig zum Platzen bringen. Ja, also da sind wir 2 Tage gewesen, haben wir auch ein Video drüber gemacht. Ihr findet dazu über meinen YouTube-Kanal, der ist zu finden auf meiner Hauptverteilerseite global-love.eu.
Und ihr wisst ja auch, für diese freie Argumentekultur arbeite ich immer an Foren. Da ist das Experimentalforum ist das Forum freie-argumente-kultur.net, wo ihr gerne mitmachen könnt. Und ich möchte solche Foren, und das ist der Grund, warum im Moment Luis und ich da auch ziemlich sonst eingesogen sind von Arbeit. Und da, wer das weiß, versteht dann auch vielleicht besser, warum der viel weniger als er möchte, schon inhaltlich in die Diskussion mit einsteigen kann, weil ich viel mit formaler Systemrahmenschaffung beschäftigt bin. Wir sind dabei, ein zweites Forum für Deutschland, also das Netforum ist ja insgesamt für Vernetzung, ein Forum für Deutschland, freie-argumente-kultur.de zu schaffen, wo wir im Moment die inhaltliche Struktur und Füllung der Beiträge übertragen. Ich verfolge damit mehrere Absichten. Zum einen, dass mehrere solcher freien Argumentekulturforen für bestimmte regionale Gruppen gegeben sind. Also, dass sie nicht nur anonym so rumgeistern, ohne persönlichen oder Gruppenbezug. Am Ende soll jeder Stamm sein freie Argumentekulturforum haben. Und das nimmt auch die Manipulierbarkeit weg, weil dann kann irgendjemand anders auch geisterfreie Argumentekulturforen schaffen oder mit Blödsinnsinhalt solche Foren füllen oder eine riesige Schwemme davon erzeugen. Ändert alles nichts. Über den persönlichen Bezug, wo jemand am Ende irgendwie drankommen wird, also zu wissen, wer lebt es denn, kann Einstieg in die echten Foren gegeben sein, die auch als solche dann leicht erkennbar und unterscheidbar sind von den Fakes. Ja, also da bin ich mit den Foren dran, ne? Und ich wollte zwei Schritte erreichen, dass ich die Struktur, die Modellstruktur so eines freien Argumentekulturforums schaffe, und das ist schon mit dem Modellforum ziemlich gut gelungen, dass man das erkennen kann. Und dass ich die Speicherbarkeit dieses Forums hinbekomme, was mir jetzt versprochen wurde von einer ehemaligen Piraten-Mitaktivistin, also bei dem DE-Forum, dass das da klappt. Also, dass es exportierbar ist und importierbar ist mit einer kompatiblen Software. Das heißt, es kann dann irgendjemand hingehen, kann Foren abschalten, kann was weiß ich für Angriffe darauf ausführen. Die Vertrauensleute, die Struktur und Inhalt so gespeichert haben, können es an allen möglichen Stellen sofort quasi wieder aufflammen lassen. Ja, das sind so meine technischen Sachen zum Forum. Ich sage dann nur grob noch, was sonst ist. Bin beschäftigt hier mit dem Kampf in einer Genossenschaft, mit Gerichtsprozessen und so, zwischen solcher freien Argumentekultur und der üblichen Manipulationskultur, wo irgendwelche Klicken oder Klüngel-Lobbys sich durchsetzen wollen, ist fast überall das, was dominiert. Aber hier könnte jetzt mal sich das durchsetzen, was so die freie Argumentekultur verkörpert. Dann für das Demokratiefürsorgecamp in Berlin bin ich beschäftigt, in anderen Projekten von Schenker-Bewegung, wo unter anderem der Verfassungsschutz zum Teil aus meiner Sicht klar erkennbar mitmischt. Da sage ich beim nächsten Mal ein Näheres zu. Die Diskussion, wo Dylan und Luis mit beteiligt sind, über den Sinn und Unsinn von Esoterik. Und zu diesen Punkten, die ich jetzt nicht genauer erklärt habe, sage ich beim nächsten Mal, was ebenso wie zum Abenteuerurlaub mit Luis auch ein sehr spannendes Thema. Ich gebe weiter. Ja, danke. Ich habe gar nicht so viel zu sagen. Ich verwalte in Anführungszeichen einen Bauernhof in Meck-Pomm, auch Teil der Schenker-Bewegung oder ein Projekt der Schenker-Bewegung, ein Immobilien. Und da sind unter den nicht allzu luxuriösesten Bedingungen mehrere Möglichkeiten für interessierte Mitbewohner. Die Website ist abgeleitet von das Morgen heute schon leben, morgenheut.wordpress, also WordPress auf Englisch.com. Und ja, ich bin gespannt, was der Öffi dann weiter zu unserem Abenteuer sagt, und heb weiter. Dankeschön. Ja, eine Sekunde. Jetzt war es doch sehr schnell. Aber jetzt hört ihr mich wieder gut. Und jetzt muss ich gleich noch hier das richten. Sekunde, ich habe nämlich ein Bild, das ich jetzt richte für die Zuschauer. So, liebe Zuschauer, da so könnt ihr es sehen. Ja, also dann starte ich mal meinen Beitrag. Heute habe ich eigentlich so das Thema für mich gedacht, dass wir gar nicht über Esoterik reden, sondern dass wir einfach mal gucken, wo sich die Naturwissenschaft irren könnte.
Also, es geht los. Ich habe dieses Zeitbild, die letzten 13,8 Milliarden Jahre. Da ist, wäre dann an euch auch die Frage, entweder eine ultra kurze Antwort oder so. Die Naturwissenschaftler neigen ja dazu, Gott eventuell, also mit Gott sozusagen, manche haben natürlich auch ganz große Schwierigkeiten mit der Gottesidee, aber wenn, dann ordnen sie das eigentlich als den Punkt an, der die Entstehung des Universums gestartet hat, also diesen Ball ins Rollen gebracht hat, danach aber nicht mehr sichtbar physikalisch in die Mechanismen dieses Universums eingegriffen hätte und dadurch also wir also sozusagen dann auch in diesem Universum letztendlich ja auch die Verantwortung dafür tragen, uns für das Gute tun zu entscheiden und sozusagen, ja, das die Naturwissenschaft geht davon aus, dass Gott also, wenn es ihn gibt, nicht besonders, also jedenfalls nicht sichtbar in die Welt eingreifen würde. Und dann hätte dann nach diesem Bild, hätte dann Gott also irgendwie den Ball ins Rollen gebracht, den Urknall gestartet vor 13,8 Milliarden Jahren. Das entwickelt sich weiter, ist ein Evolutionsprozess des Universums. Vor 10 Milliarden Jahren ungefähr die Entstehung der Galaxien, unter anderem auch nach und nach unserer Milchstraße. Und dann vor 5 Milliarden Jahren die Evolution unseres Sonnensystems. Wobei übrigens bei dem Ganzen auch die Supernovae eine große wichtige Rolle spielen, weil dort die größeren Atome gebacken werden. Also die Chemie ist eigentlich nur wichtig, weil sie uns ganz klar sagt, dass eigentlich das eigentlich wie ein Baukasten ist. Alle Elemente, die uns verschieden scheinen, also dass Wasserstoff uns anders erscheint als Helium oder als Blei oder so, dass es in Wirklichkeit nur die Zahl der in einer Supernova zusammengepressten Protonen und Neutronen zu Atomkernen unterschiedlicher Größe oder Menge sozusagen, dass es ein zahlenmäßiges Phänomen ist und dass also die Elemente sich darin unterscheiden, wie viel da zufällig zusammengebacken sind. Bei Gold sind wohl auch etliche Protonen und Neutronen zusammengebacken und bei Uran und so weiter sehr viele, glaube ich, und so weiter. Das aber alles eigentlich aus den gleichen Einzelbestandteilen, Protonen, Neutronen, Elektronen, Bestände angeblich. Ja, und dass dann eben irgendwann eine Spielerei dieser Protonen, Elektronen, Atome, Moleküle und so weiter entstanden ist vor 3,5 Milliarden Jahren, entweder schon aus dem All gekommen oder auf der Erde entstanden. Ja, das weiß man, glaube ich, so ganz exakt nicht. Und das nennen wir Leben. Und das ist für Naturwissenschaftler einfach nur ein bedeutungsloses Nebenspiel im großen Universum, dass es nämlich so kleine Spielereien an sich fortbewegenden Materieklumpen gibt. Also Säugetiere zum Beispiel, die sich fortbewegen, Menschen, die sich fortbewegen, denken auch, sie würden denken und so weiter. Und in Wirklichkeit da einfach eine Chemie und eine Physik und eine Biologie und eine Elektrik abläuft, die einfach nur eine bedeutungslose Spielerei der Materie ist und die dann in den letzten 3,5 Milliarden Jahren letztendlich dazu geführt hat, dass dann vor 65 Millionen Jahren, also 0,065 Milliarden Jahren, die Dinosaurier, die großen Dinosaurier ungefähr ausgestorben sind, dann großen Säugetiere aufsteigen konnten und dann vor 13,8 Millionen Jahren der große Aufstieg von uns Menschenähnlichen begann und wir dann vor 5 Millionen Jahren dann den Aufstieg
aufrechten Gang wohl schon ziemlich perfekt gelernt hatten und jetzt dann vor 4 Millionen Jahren die Eckzähne verloren haben, das also den Bonobo-Schenker-Kommunismus erfunden haben. Und so weit erst einmal oder dann noch vor 2,5 Millionen Jahren die Technik erfunden haben und vor 2 Millionen Jahren glichen sich die Körpergrößen von Männern und Frauen noch an. Vor 1,7 Millionen Jahren verloren wir unsere Urgroßeltern das Fell und vor 400.000 Jahren haben wir uns selbst zerstört durch die Erfindung des Tauschhandels. Ja, erst einmal, wo ist da der Irrtum? Vielleicht an Louis die Frage auch für nachher dann. Wo ist in diesem Kernweltbild der Irrtum? Weil ich glaube, dass auch Esoteriker das schon als eine Irrtumsbeschreibung zum Beispiel ansehen würden. Aber erst einmal an euch beide die Frage, wo seht ihr da den Irrtum? Ich gebe weiter an Öff. Ja, danke schön, danke schön. Also ich setze erstmal noch fort, also wir werden ja über die Themen genau sprechen. Also ich bin ja bekennender Fan der Wissenschaftlichkeit, wobei ich glaube, die Wissenschaftlichkeit müsste sich halt an einem ganzheitlichen Selbstverständnis messen. Im Moment ist es Werkzeugwissenschaft, die sich verkauft, auch für übelste herrschaftliche oder kommerzielle Interessen und es als nicht ihr Thema betrachtet, da Werte oder Verantwortungssteuerung mit zu entwickeln, was aus meiner Sicht eben Unsinn ist, weil wenn Wissenschaft Sammlung und Ordnung von Wissen ist, dann ist es Quatsch, erst Werkzeugwissen zu entwickeln, ohne zu schauen, welches Wissen man braucht, um das Werkzeug sinnvoll oder verantwortlich steuern zu können. Ja, da habe ich ja ein revolutionäres, anderes, ganzheitliches Wissenschaftsverständnis oder Ansatz, was dann auch beginnen muss mit dem, was ich nenne, individuelle Elementarwissenschaft, nämlich, dass der Einzelne solche Sinn- und Werteorientierung in sich erarbeitet, mit der er überhaupt dann auch beurteilungsfähig ist für die Anerkennung von äußeren Autoritäten. Also wann ist da Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit für ihn begründet annehmbar? Ganz kurze Bemerkung nur. Diesen Idealen ungefähr entspricht aus meiner Sicht ausschließlich der Weltrat und die Next Scientists for Future als wissenschaftliche Instanz, weil es gerade bei uns ja darum geht, dass wir das untersuchen müssen, was den Menschen dient und nicht irgendeine Werkzeugwissenschaft oder gar eine kapitalistische Werkzeugwissenschaft, sondern dass wir erstmal gucken müssen, dass wir auch Wissenschaft in Richtung des Guten lenken müssen. Ja? Ich lasse deine Zeit weiterlaufen. Danke. Ja, ich danke dir. Ne? Das ist ja meine große Freude auch über den Weltrat der Weisen und dass wir da so zusammengefunden haben, weil da treffen sich ja an vielen Stellen harmonisch Konzeptvorstellungen. Und ich sage nochmal nur, bei dieser individuellen Elementarwissenschaft würde der einzelne Mensch dann Grundbegriffe von Wissenschaftlichkeit in sich klären müssen, wie überhaupt Persönlichkeits- und Verantwortungsreife im Sinne des Post-Conventional Levels und dass er sich mit seiner Vernunftseele, die ja auch sein Wesen ist, so identifiziert, dass er nicht mehr durch anderes korrumpierbar ist und dass das, was vernünftig richtig ist, als intrinsischer Selbstwert für ihn das Entscheidende ist. Wo ich ja flapsig sage, der geistig-seelische Orgasmus durch richtiges Denken muss als höchster Orgasmus erlebt werden, der durch nichts anderes eben mehr korrumpiert werden kann. Und dann haben wir die Basis überhaupt für so eine richtige Wissenschaftlichkeit auch als wesentliche Orientierung des Menschen. Gut, das mal dazu. Ansonsten mache ich mal ein bisschen weiter noch mit dem, also man kommt noch später auch zusammen, weil ich will zum Thema Esoterik dann noch was sagen. Da habe ich noch ein paar News auch für Dylan, die ganz lustig und spannend sind. Aber erstmal noch zu dem, womit ich sonst beschäftigt bin. Ich war bei A49 Widerstandscamp hier Mahnbache. Ich war bei dem, was ich für die Forensystematik mache, zusammen mit dem Louis zusammen. Dank für seine Mithilfe. Ich war bei dieser Genossenschaft, in der Kampf tobt zwischen Willkür, Kultur und freie Argumente-Kultur. Dann bin ich beschäftigt, damit zu gucken weiter. Also das wichtigste Einzelprojekt in der Welt läuft in Berlin mit dem Demokratiefürsorge-Camp. Also wo ich ja die Koordination ein Stück weit übernommen habe von dem, was die Querdenker im letzten Jahr so als Widerstandszeltcamp angefangen haben. Wer da Näheres wissen will, also kann man auch googeln,
Widerstandscamp und dann in Anführungszeichen, wir sind gekommen, um zu bleiben, Ende der Anführungszeichen. Das ist so 5 Minuten Zusammenfassung. Dann bin ich beschäftigt mit unseren schon bestehenden Projekten von Schenker bewegen. Also es gibt ja schon bis zu 10 Projekte, obwohl die zum Teil leer stehen. Ne? Also wieder mal ein Appell an alle Alternativen, die sagen, wenn sich Ihnen die Gelegenheit böte, auch ganzheitlich, also mit Umstellung ihrer eigenen Lebensgrundlagen mitzumachen bei der Veränderung und nicht nur mit irgendwelchen Einzelprotest- oder sonst was Aktionen, irgendwelchen Splitteraktivitäten. Also die, die die Ganzheitlichkeit gerne haben möchten oder das für sich beanspruchen, sind herzlich eingeladen, sich das anzuschauen. Projekte stehen da zum Teil leer, wo es sogar im Naturschutzgebiet an einer Stelle möglich wäre, wie ein wildes Tier in der Natur zu zeigen, dass man da so harmoniefähig ist. Ja, also einige Leute sagen, oh, das, wenn das ginge, würden wir sofort machen, ne? Macht keiner. Also die, die ernst zu nehmen sind mit dem, was sie da sagen, an idealistischen Ansprüchen, mögen sich aufraffen und sich melden, damit ich mit ihnen da was anfangen kann, ihnen das zeigen kann. Ne? Und es wird nicht so sein, dass es sie nicht überzeugt als Möglichkeit. Ja, zum Teil haben wir in den Projekten, ich sage das jetzt hier nur grob, ich werde euch da immer auf dem Laufenden halten, aber wir haben mal wieder ziemlich offen damit zu tun, dass der Verfassungsschutz auch versucht, einfach unsere Projekte auszuhebeln. In einer Kombination von, ich nenne es mal Störagenten, mit Zusammenarbeit mit staatlichen Ämtern, wo es zum Teil erstaunlich ist, wie frech sogar sichtbar gemacht wird, dass die Leute, die da gegen uns arbeiten, beste Connections haben zu den Ämtern und eigentlich geheimen Daten oder Amtsvorgängen, so dass sie da bestens so informiert sind. Ja, da sage ich an anderer Stelle mehr zu. Dann zum Abenteuer mit Luis und von da aus komme ich dann auch zur Esoterik, aber das mache ich dann natürlich im nächsten Beitrag, aber ich deute schon mal an, der Luis versauerte da so ein bisschen alleine da in seinem Projekt und da habe ich gesagt, Luis, komm mit, ich zeige dir in einem Abenteuertrip den Gesamtzusammenhang von Schenker-Bewegung und was es bedeutet wirklich aus dem Lebensnerv, aus diesem Gedenken ans Ganze, also global denken, lokal handeln, wir planen das Nötige in freier Argumente-Kultur. Was ist das für eine Kultur, wenn man wirklich das in den Mittelpunkt stellt und nicht irgendwelche Ablenkungen mit Gartenbau, Handwerk oder was weiß ich, Musik machen, psychedelischen Diskussionskreisen oder sonst was, ne, sondern wenn es richtig um diesen Kern alles kreist. Ich gebe weiter. Dankeschön. Ja, Dylan, du fragst, was wir daran irrtümlich finden. Also ich denke mir, das Universum, was war jetzt vor dem Urknall? War da nichts? Ja, das scheint mir halt eine der Sachen zu sein, wo die Logik scheinbar an ihre Grenzen kommt. Auch wenn nichts war, war scheinbar der Raum für was oder das Potenzial von was Kommendem. Und grundsätzlich bin ich beruhigt, wenn die Leute nichts ausschließen. Und wenn sie was ausschließen, fällt es mir quasi unmöglich, ihnen zu vertrauen, da sie ja was Falsches ausschließen können und scheinbar die Punkte, die sie ausschließen, da nicht in der Lage sind, offen ranzugehen. Und für mich ist wichtig, dass Menschen mit ihren Eindrücken, mit ihren jetzt liegt mir wieder das Wort Wahrnehmungen auf der Zunge. Du bist auch der Erste, der daraus Wahrnehmungen versus Falschnehmungen gemacht hat. Also ohne den Anspruch auf die Richtigkeit von Sinneseindrücken finde ich Wahrnehmung immer noch ein gutes Wort. Ich finde, es ist quasi relevant und menschlich, menschenwürdig, dass die Menschen sich über ihre Wahrnehmungen austauschen können. Und was dann passiert, ist das Beste, was dabei rauskommen kann, glaube ich. Ansonsten gebe ich mal wieder weiter. Danke. Ja, ich meine, ich habe ja den Begriff Falschnehmung verwendet, weil eben die Grundüberlegung die ist, dass wenn man wenn das Weltbild ein Irrtumsbild wäre, dass dann die Art, dass wir gar nicht anders können, als dass wir dann
durch unser Hintergrundweltbild einen Bias, also quasi so etwas wie ein Prisma, ein Verzerrungsfaktor sozusagen auch in unsere Beobachtungsgabe reinkriegen und dass wir dann sozusagen gemäß unseren unrealistischen Weltbild auch eine verzerrte Beobachtung der Welt haben können. Und ich würde sagen, das ist eine wahrscheinlich auch von Wissenschaftlern viel bestätigte Tatsache, dass es da leider keine Unabhängigkeit gibt zwischen Beobachtung und Weltbild. Das heißt, je realistischer ein Weltbild ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein Mensch Wahrnehmungen näher kommt. Und je unrealistischer ein Weltbild, desto wahrscheinlicher ist es, dass er immer, also eigentlich überwiegend Falschnehmungen durchführen kann nur. Ja, dann aber komme ich nochmal zurück auf das, ich habe ja jetzt quasi eben gerade geschildert gehabt, die ersten jetzt letztendlich 13,8 Milliarden Jahre bis vor 400.000 Jahren. Und bis dahin sage ich, warum glaube ich da den Physikern? Warum glaube ich denen nicht? Oder warum misstraue ich denen nicht? Weil meine Erfahrung ist, dass nur dann, wenn ein Geschäft vorliegt, systematisch vorteilbringende Irrtümer entstehen und dann die Wissenschaft zur Pseudowissenschaft entgleist, zum Beispiel die Medizin, die ein reines Geschäft ist, entgleist zu einer schrecklichen Pseudowissenschaft, genauso die Pharmazie und so weiter. Also alle Wissenschaften, wo ein Geschäft dran gekoppelt ist, genauso wie die Psychotherapie als Geschäft, die klinische Psychologie im Rahmen einer ansonsten durchaus teilweise naturwissenschaftlichen Psychologie, überall, wo Geld ist, Geld verschmutzt quasi alles und macht aus allem eine Pseudowissenschaft, die dann sozusagen, wo dann vorteilbringende Irrtümer produziert werden und die dann dazu führen, dass diese ganze Wissenschaft unwahrheitsorientiert ist, also ist. Und bei den Physikern habe ich keinen Hinweis, dass diese Millionen Physiker, die sich jeden Tag hin und her kontrovers über diese letzten 13,8 Milliarden Jahre des Universums unterhalten und dort eben keinen direkten Eingriff irgendwelcher anderen Kräfte als der physikalischen Standardkräfte, die ja hoffentlich allseits bekannt sind, gefunden haben und finden und dass die keinen Grund haben, mich in die Irre führen zu müssen wegen eines Geschäftes. Das kann sich ja jetzt übrigens auch ändern. Jetzt, wo das Geschäft mit Weltraumreisen beginnt, da kann es jetzt aus meiner Sicht sehr schnell auch zu vorteilbringenden Irrtümern kommen. Und es kann sein, dass die Weltraumphysik vielleicht dann sogar entgleist in Richtung vorteilbringende Irrtümer, weil es da um Geld geht irgendwann vielleicht. Ja? Und wäre ich dann wieder ganz vorsichtig, ja, wenn dann, aber ansonsten bis hin, ich mache mal den nächsten Schritt jetzt. Meine These ist ja, dass vor 400.000 Jahren die Menschheit sozusagen ins Klo gegriffen hat, dass sie die Büchse der Pandora geöffnet hat und dass sie mit der Erfindung von erst Tausch, dann Tauschhandel, Markt- und Arbeitsteilung und besonders Ferntauschhandel, dass sich da damit die Menschheit nicht klargekommen ist, dass da alles schief ging und dadurch da auch die massenhafte Produktion von vorteilbringenden Irrtümern begann, weil plötzlich die Evolution sich eine neue Tür in der Evolution öffnete, die Profite auf Kosten der Menschen ermöglichte. Und die dazugehörigen vorteilbringenden Irrtümer fingen an, sich total zu vermehren und multipliziert zu werden und so weiter. Piep, 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 ich gebe weiter an Öff. Ja, danke schön. Mal wieder ein kleines Häppchen dann zum Wissenschaftsthema. Ich finde es spannend, Dylan, dass du so beschrieben hast, dass die Wissenschaftler sagen, Gott könnte vielleicht als Anstoßgeber am Anfang stehen, der dann aber seine Hände raushält. Ich würde noch eine andere Dimension mit reinbringen wollen.
Man kann es auch so sehen, dass Gott nicht nur am Anfang vor allem, sondern auch vollständig in allem wirkt. Entscheidend ist die Annahme, dass er es nicht in Vernunft aushebelnder Form tut. Und das ist etwas, wo ich auch viel mit dem Louis jetzt hier bei unserem Abenteuerurlaub, sag ich mal, durch den Gesamtzusammenhang von Schenkerbewegung oder Weltenwandel drüber rede, weil das hat zu tun eben auch sehr stark mit der Frage, warum picken sich die Leute im in der Alternativszene insgesamt und speziell nochmal zugespitzt zum Teil in der esoterischen Szene, warum picken die sich Einzelaspekte heraus in unverhältnismäßiger Weise zum Ganzheitlichkeitsansatz? Also von dem Ganzheitlichkeitsansatz laufen sie alle weg. Man könnte sagen, man ersetzt mit Demonstration den Wandel der bürgerlichen Lebensgrundlagen. Man demonstriert, um weiterhin dann in sein Wohnzimmer gehen zu können. Und nicht als ergänzendes Element für die ganzheitlich gewandelte Kommune. Wirklichkeit, also die aufgeklärten Schenker-Bonobo-Kommunen. Warum ist das so? Was wirkt da? Und was ist die beste Gegenargumentation, um die Leute dafür zu gewinnen? Dazu möchte ich dann gerne, Tabadam, ich überlege gerade, ja, ich mach mal da, nehme mal dieses Thema jetzt auf. Ich kann später noch was sagen, ne, zu einigen lustigen Einzelelementen, die Louis und ich dann hier jetzt auch durchmachen. Zum Beispiel, dass ich gesagt habe, man kann mal gucken, wie kann man von Kräutern und Äpfeln oder Früchten halt, die man sammelt, einfach ganz locker leben auch. Ne? Erstmal eine Probewoche, aber auch insgesamt. Warum ist das vielleicht sogar das Allerbeste, was wir machen können an Ernährung? Okay, ist ein Aspekt auch, ne? Ich komme später darauf zurück, sozusagen auf den Detailplan unseres Abenteuerurlaubs und was wir da schon gemeinsam auch so gesehen haben oder in unseren Gesprächen dabei gesehen haben oder worüber wir überhaupt gekreist sind in unseren Gesprächen. Aber erstmal noch zur Esoterik und dem Alternativen. Warum suchen sich die Leute Einzelaspekte raus als Ersatz für die Ganzheitlichkeit? Was ist die Hintergrundstruktur und wie konnte man sie aufknacken, auch mit bestmöglich überzeugenden Argumenten? Ich glaube, dass der tiefste Kern, das sage ich vorweg wie eine Überschrift, nicht die Sucht nach irgendwas Äußerem ist wie Lebensqualität oder eben Fressen, Saufen, Sex, Nacht, Eitelkeit, irgendwas. Ich glaube, der tiefste Kern und das, was da am verheerendsten wirkt, ist die Willkürsucht als solche. Das heißt, ich mache, was ich will, ohne gebunden zu sein. Ich glaube, das hat seine ganz tiefen Wurzeln, dass der Mensch es als befreiend empfand oder die Primaten dann halt, die sich aus der Instinktbindung lösen konnten. Sie haben gemerkt, wir können echt frei, also ganz ungebunden frei, ausleben, was wir da an einzelnen Motiven haben. Fressen, Saufen, Sex, Macht und so weiter. Wir können maßlos und pervers die einzelnen Motive ausleben. Wir sind nicht mehr in den Ketten einer Gesamtsteuerung, wie es der Instinkt vorher war und wie es seitdem immer wieder verzweifelt auch die Vernunft und das Gewissen, die Moral versuchen, den Menschen mit seinen einzelnen Motiven an die Kette oder sagen wir besser, in die Befreiungsorientierung, die guttuende, wohltätige, moralische Befreiungslogik zu bringen. Auch da bricht man jetzt aus. So nach dem Motto, sogar wenn es unangenehmer ist, sogar wenn ich Lustverzicht habe, es geht mir schlechter, ich stehe schlechter da, ich bin, was weiß ich, auf niedrigerem Lebensstandard, ich bin mehr in Unterdrückung, in Fremdbestimmung, was weiß ich, dann wähle ich lieber so einen Weg, statt den Weg in die ganzheitliche Selbstbefreiung, um mir zu beweisen, ich kann auch anders als Vernunft und Moral. Ich kann machen, was ich will, auch ohne mich der Steuerung durch Vernunft und Moral zu unterwerfen. Ich kann die Willkür, dieses ich mache ohne Maßstäbe und gegen jede Steuerung, was ich möchte, ich kann das. Diese Willkürsteuerung ist der verheerende, tiefste Ansatz im Menschen, der ihn da immer wieder völlig rausreißt aus dem Finden der ganzheitlichen Verantwortung und Selbstfindungssteuerung. Ja, und ich greife mal ein paar Aspekte dazu auf. Also erstmal für... Ja, nee, ich mach greife beim nächsten Mal die Aspekte auf. Ich reiche weiter. Danke. Ja,
Was ich noch eine vielleicht wertvolle Ergänzung finde, ich fand es damals wertvoll, als ich davon gehört habe. Also scheinbar, als das Telefon erfunden wurde. Und noch eine zweite Sache, die mir gerade nicht einfällt. Da haben, also das wurde von Wissenschaftlern, die schon viel guten Ruf hatten, erfunden und die schon einige Patente hatten. Und andere Wissenschaftler haben das so krass ausgeschlossen, dass das möglich ist, was die erfunden haben, dass sie halt der festen Meinung waren, dass das Betrug sein muss. Und ja, das scheint mir ein sehr deutlicher Hinweis darauf zu sein, wie festgefahren Wissenschaft sein kann. Auch hat sich ja mit Galilei das ganze Weltbild geändert. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass das halt noch halt viel öfter passiert, als Leute sich das denken, die sich für, ja, die das Gefühl haben, sie haben alles bedacht. Und insofern, ja, habe ich alles gesagt und gebe weiter. Danke. Ja, ich greife das mal kurz auf. Also das mit dem Telefon, ich glaube, der Telegraph war ja auch noch sowas und so weiter. Ja, es gab immer zu jeder Zeit sicherlich, gibt es sehr viel inkompetente Wissenschaftler, die Dinge ausschließen, die aber eben eigentlich das Telefon, da die gesamte Argumentation des Telefons fußte ja auf physikalischen, elektrischen, was auch immer, Kräften. Und das auszuschließen, dazu musste man dann schon wirklich sehr pseudowissenschaftlich orientiert sein. Aber das gab es schon immer auch. Jetzt. Nur, dass eben leider die Esoterik dann eben Behauptungen macht, die quasi ja letztendlich jenseits aller elektrischen, physikalischen oder sonstigen Kräfte stehen, angeblich jedenfalls. Aber ich noch mal zu, was Öff gerade gesagt hat, sozusagen die Vernunft, in Vernunft der Eingriff, also sozusagen, wenn es Gottes Eingriff im Universum gibt, dann ist das aber alles kein Argument, dass, also quasi, dann tut er das auch nicht in Vernunft aushebelnder Form. Also das heißt, wir Menschen stehen trotzdem vor der Aufgabe, wie wir das Bestmögliche tun können und wie wir sozusagen ja letztendlich Gutes tun, maximal mehren können. Und diese Verantwortung, die verschwindet nicht. Und jetzt sagt Öff, na ja gut, die Menschen hätten eine Art Willkürsucht, um quasi und die würde quasi verhindern, dass sie da oder da würden sie, also zum Beispiel, ich würde sogar so weit gehen, dass ich Demonstrationen als Freizeitvergnügen im Kapitalismus ansehen würde. Man demonstriert so ein bisschen gegen kapitalistische Elemente, um dann am Ende, am Feierabend sozusagen wieder voll ins kapitalistische Leben zurückzugehen, ne? Und voll mitzumachen dann am nächsten Tag wieder, ne? Aber man hat ja demonstriert, man hat ja gesagt, und man ist irgendwie, ja, und dann macht man, lebt man kapitalistisch weiter. Ich würde sagen, also statt Willkürsucht würde ich halt persönlich sagen, es ist der Kapitalismus im Kopf, die Summe aller vorteilbringenden Irrtümer, die wir in den letzten 400.000 Jahren in die Köpfe erworben haben und die in uns hinein manipuliert wurden. All diese vorteilbringenden Irrtümer oder parasitären Meme, ja, die führen dazu, dass wir einfach total gehorsam gegenüber dem Kapitalismus sind. Wir sind einfach die, die unser Ding machen, willkürlich unseren Individualismus, unseren pathologischen Individualismus leben und dadurch also zum Beispiel auch nicht kommunefähig sind und nicht gemeinschaftsfähig sind, weil sozusagen der Kapitalismus braucht uns einfach als Individualisten, die maximal konsumsüchtig, kaufsüchtig und shoppingsüchtig werden. Und dafür wird aus meiner Sicht ja eben wurde in den letzten 400.000 Jahren wurden alle natürlichen Glücksquellen unterdrückt. Am auffälligsten finde ich es halt bei der Sexualität, weil da ist es so richtig offensichtlich, dass da
sehr viele sozusagen Verbote aufkamen in den letzten 400.000 Jahren. Aber ich mache noch mal weiter, so was ich von wegen mit der Frage, wo irrt sich da die Wissenschaft? Also, dass wir sagen ja auch 400.000 Jahre, ja, dass da dann sozusagen vor 300.000 Jahren behauptet, ein Professor wurde schon der Fernhandel erfunden. Das würde bedeuten, dass die Evolution der vorteilbringenden Irrtümer sehr, sehr alt wäre, dann also mindestens 300.000 Jahre alt wäre. Und dann vor 170.000 Jahren, sagt Professor Friedemann Schrenk, hat der möglicherweise finden wir da die ersten Vorläufer des Frühärztetums, also das Geschäft mit der Medizin, die Abzocke mit dem Thema Gesundheit und Krankheit, nachdem die Händler dann schon mal die krankmachende Ernährung aufgebracht haben, fingen dann die Frühärzte an, vor 170.000 Jahren ihre Evolution ihrer vorteilbringenden Irrtümer zu entwickeln. Und wir sind ja gerade in einem riesigen Gesundheitsskandal, der für mich ja nichts anderes ist als vorteilbringende Irrtümer. Und dann haben wir vor 140.000 Jahren Professor Friedemann Schrenk also den Fernhandel an, aber 140.000 Jahre reichen eben auch aus. Und bis vor 100.000 Jahren waren wir alle Schwarzafrikaner, sind also alle eigentlich Schwarzafrikaner, die nur eine kleine genetische Änderung Richtung hellere Haut haben. Das also insofern ist jeder Rassismus absurd und wir müssen uns ja auch ganz klar gegen alles Rechtsradikale abgrenzen, auch wenn wir natürlich argumentativ offen sind, für alles zu diskutieren. Ja, ich gebe erstmal weiter so an Öff und gehe dann in meinem nächsten Beitrag dann ein auf die Frage, ja, wie genau ist die Zerstörung der Psyche im Kapitalismus der letzten Hunderttausenden von Jahren? Ja, ich gebe weiter. Ja, danke an die Vorredner. Ja, und ich mache auch weiter und gebe euch damit ja auch einen Einblick in das, was ich mit Louis jetzt hier so erlebe, während wir zusammen sind und da so den Abenteuerurlaub machen. Weil das eine ist das Äußerliche. Also da glaube ich, dass ich ihm schon zeigen konnte, es ist wichtig, auch wenn man in einem Projekt ist, dass man sich nicht mit irgendwelchen Lieblingsaspekten, die einem so oft auch eingeredet werden, wie beispielsweise den tollen Garten einrichten oder handwerklich was machen, dass man sich nicht ablenken lassen darf von den Wurzelbeschäftigungen. Und die sind eben diese ganzheitliche Sinnorientierung, sich überhaupt in Geist und Seele auszuentwickeln, darüber miteinander zu reden und das auch so zu kommunizieren, dass neue Leute dazukommen. Und die Leute, die dazukommen, sind dann viel mehr wert, als wenn man von Anfang an sich auch mit diesen einzelnen Arbeitsbereichen so beschäftigt hätte. Denn wenn einer dazukommt, könnte man die Gartenarbeit zum Beispiel teilen oder das Handwerkliche. Wenn zwei dazukommen, ist man nur noch bei einem Drittel. Und insofern lohnt sich diese Arbeit viel mehr, als selber da die Baustellen alle so bearbeiten zu müssen. Mal abgesehen davon, wie ich Louis auch sagte, dass wenn wir so aus der Wurzel heraus denken, dann erliegen wir bestimmten übergewichteten Beschäftigungstherapien nicht so leicht. Also ich bin ja immer so drauf, dass ich sage, ich freue mich, wenn ich das Radikalste mir erstmal denke und schaue, ob ich das möglichst ohne Umwege in die Tat umsetzen kann. Denn beispielsweise nehmen wir Garten. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass erstmal auf geraume Zeit hin noch es der Königsweg ist, die Sammler Wildrohkost, von mir aus die möglichst vegetarische oder vegane Sammler Wildrohkost, direkt in die Tat umzusetzen, gleichzeitig die ursprünglichste Ernährungsform, die wir Menschen haben. Und dass wir dadurch ohne den ganzen Aufwand, den wir sonst für künstlichen bzw. kultivierten Gartenbau haben, einschließlich derartiger Formen von Permakultur, dass wir ohne diesen ganzen Aufwand an Zeit, Energie und so weiter, der uns zu weniger konsequenten oder weniger qualitativ hochwertigen Ergebnissen führt, dass wir ohne den ganzen Aufwand die höhere Stufe oder sogar ziemlich höchste Stufe der gesunden, verantwortlichen Ernährung einschalten können. Und ja, also da bin ich begeistert von, ne, dass der Louis da bereit war, auch so Dinge mitzumachen.
seit ein paar Tagen, und zwar ohne diesen ganzen Expertenanstrich jetzt auch wieder. Ich habe eben auch gleich zu Anfang gesagt, ich weiß doch erheblich weniger von den ganzen Wildkräutern jetzt als viele meiner Bekannten oder Verbündeten auch in Schenkerbewegung. Aber lass uns doch einfach irgendwie mal anfangen. Ne? Wir sammeln so nebenher ein paar Kräutlein und ein paar, zum Teil noch nicht so ganz ausgereift, aber schon gut essbare Äpfel. Und das essen wir jetzt mal. Und es zeigt sich eben, das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt gar nichts mehr zu essen hätte. Ne? Es ist kein Fasten, es ist eine bestimmte Form von Ernährungsexperiment, eine bestimmte Diät. Diät jetzt als Ernährungsform verstanden, nicht nur als Abnehmstrategie. Und ja, also das geht aus dem Stand. Ne? Und ich meine, da gehört auch nichts Großes zu. Also es ist keine Zauberei, weil es ist ja allgemein, auch medizinisch völlig bekannt, also Selbstverständlichkeit, dass der Mensch ein, zwei Wochen auch schlicht tatsächlich ganz fasten könnte, nur Wasser zu sich nehmen könnte. Und in der Regel ist das für den betreffenden Menschen einfach gesund, wohltuend und gesund insgesamt. Also wenn man es schon zwei Wochen macht, dann sagt man, man soll schon ein bisschen mit Begleitung machen. Mit Ärzten oder Kundigen, die das ein bisschen beobachten. Ja, aber mit ein bisschen Kenntnis, die man sich auch selbstständig aneignen kann, geht das aus meiner Sicht durchaus auch. Also ich habe es ja auch alles so gemacht oder mir angeeignet. Gut, ich hatte, mein bester Freund ist Arzt, aber mit dem habe ich da eigentlich nicht das so ausbaldowert, also wie man das jetzt machen müsste. Gut, diese Dinge haben wir durch. Also und dass Louis da jetzt in Berlin gesehen hat, wenn man so eintaucht, an vorderster Front in die Suche nach Menschen oder das gemeinsame Experimentieren mit Menschen an den vordersten Baustellen. Und wie gesagt, aus meiner Sicht sprechen zwingende Gründe dafür. Ein Demokratiefürsorgecamp vor den Toren der Macht in Berlin, in dem auch jetzt im Corona-Zusammenhang weltweit vorne angehenden Deutschland, ne, mit Drosten und so weiter, anzusetzen. Das ist etwas, wo man auch einen anderen Lebensgeist oder ein anderes pulsierendes Blut des Alternativen so spüren kann im Geschehen, als wenn man im Garten rumläuft und sich denkt, Mensch, da ist wieder ein Pflanzenexperiment oder Ernteexperiment schiefgegangen. Ja, und ein wichtiges Thema, über das wir halt oft reden, ist das mit der Esoterik und dem Alternativen. Und in meinem nächsten Beitrag erzähle ich dann auch dem Dillen das, was ich zwischendurch an lustigen Zusatzinformationen zu manchen Diskussionen, die wir da in letzter Zeit hatten, mit solchen Alternativen, die wir auch ziemlich esoterisch finden, was da Spannendes dazugekommen ist noch an Infos. Alles klar, ich gebe weiter. Dankeschön. Ich wollte noch sagen, bezüglich Demos, also einerseits ist es ja so, dass man da möglicherweise neue Leute kennenlernt und sowieso ein besonderer revolutionärer utopischer Geist in der Luft liegt, der vielleicht für manche Leute sowieso eine neue Erfahrung ist. Und dann kann man ja nie wissen, was würde denn jetzt passieren, wenn jeder Bürger zu so einer Demo geht. Dann wäre ja auf einmal irgendwie klar, dass das Anliegen sehr mehrheitsfähig ist. Und wenn jeder sich auf so eine Argumentation ausruht, dass Demos einfach nur Gewissenssäuberung ist für bürgerliche Leute, wurde ja beschrieben. Die Argumentation kann ich auch nachvollziehen. Dennoch kann man diesen Aspekt auch nicht ausschließen, finde ich. Und so geht es mir halt auch mit der Esoterik oder fast allem, was so, ja, oder weiß nicht. Also so geht es mir zumindest mit der Esoterik, dass da offensichtlich ein bisschen nachteilige Sichtweisen und Ansätze dann wiederum übertrieben werden und vorteilige, positive Ansätze übersehen werden und ausgeklammert werden. Ja, und ansonsten bin ich jetzt gerade hier auf der Suche gewesen nach neuen Brombeeren, habe auch eine Distel gegessen, aber den Distelkopf, den der Öffi mir heute vorgemampft hat, habe ich nicht zu verschlingen vermocht. Und ja, ich bin recht schlapp und frage mich, wie gut diese Ernährung funktioniert, wenn man auf die Kräuter alleine angewiesen ist. Aber angeblich legt sich die Schlappheit auch und ist auch gut für den Geldbeutel. Na gut, ich gebe weiter. Dankeschön. Ja, also ich stimme dem Öffner ja ganz zu. Das ist ja auch meine Erfahrung mit Kommunen. So nach dem Motto,
Ich habe doch Garten gemacht und ich habe Demo gemacht. Das reicht doch schon. Das reicht eben nicht. Ja? Und Öffef hat angesprochen, da stimme ich ihm auch voll zu. Es geht ums Menschenfischen. Lass uns Menschenfischer sein. Ja? Das ist eben der Punkt. Ja? Ich glaube, also mir fehlt der Glaube an die Demonstrationen. Ja? Ich glaube nur an zwei Dinge. Die Kommune und deren Aufbau und dafür Menschenfischen und die Partei. Weil das sind beides Möglichkeiten, wirklich eine Transformation der gesamten Lebensform möglich zu machen. Und bei Demos sehe ich halt auch die Möglichkeit, dass die Demo eine Ablenkung vom Kommunenaufbau und vom Parteiaufbau sein kann. Ja? Denn letztendlich, zum Beispiel zeigt sich ja jetzt gerade, ob die Basis stirbt oder lebt. Übrigens, vorgestern ich habe darüber eine Sendung gemacht, war ein großer Bericht im hessischen Fernsehen, wo die Basis und das Querdenken natürlich völlig fertig gemacht wurde und niedergemacht wurde, aber auch wegen Fehlern, die gemacht werden in der Basis. Also die Basis trägt schon auch selbst mit systematischen Fehlern die Verantwortung dafür, dass sie möglicherweise jetzt, was ich ja fürchte, bei der Bundestagswahl kläglich scheitern wird mit 2-3% oder vielleicht sogar noch weniger, ne? Und dann auch nichts mehr draus wird, ja, weil wenn man so viel Fehler macht, dann kann es eigentlich nicht klappen, ne? Man kann schon, wenn man keine Fehler macht, kann es schon kaum klappen, ne? Ja, und jetzt und dann nochmal, Luis, das Menschenfischen hängt aus meiner Sicht genauso wie die Wahrnehmung, die von dem eigenen Irrtümern abhängt, nämlich dass die Wahrnehmung unmöglich wird, je mehr Irrtümer man im Kopf hat. Die andere Geschichte ist, dass jetzt habe ich gerade hier so, ich hoffe, ich habe nichts kaputt gemacht. Nee, es läuft doch alles. Ne? Also, ich habe jetzt so Hintergrundgeräusche, aber das ist keine Störung im Gerät, ne? Denn ich habe leider eine Taste berührt. Ich hoffe, ich habe nichts kaputt gemacht. Ja, na gut, ich mache mal weiter. Also. Kein Problem, wir hören weiter gut. Ja, ihr hört gut, ja, gut. Also die Frage ist, Luis, wenn man Menschen fischt, welche zieht man an und welche stößt man ab? Meine These ist ja, je mehr Irrtümer man im Kopf hat, desto mehr zieht man unbrauchbare, vom Kapitalismus zerstörte Menschen an und desto mehr stößt man die wenigen ab, die vielleicht geeignet wären für die ideale Kommune, die attraktive Kommune, ja. Und da glaube ich eben, dass da deswegen diese Arbeit an den Irrtümern so unendlich wichtig ist, ja. Und dann, und jetzt erzähle ich noch mal ganz kurz von den Sachen, die ich noch zu Ende erzählen muss. Also unser physikalisches oder biologisches Weltbild endet dann ja, dass vor 40.000 Jahren dieser immer größer werdende Kapitalismus mit der Tendenz, vorteilbringende Irrtümer manipulieren die Menschen dahingehend, dass ihr Leben zerstört wird, ihr Glück zerstört wird und damit sie kaufsüchtig und konsumsüchtig werden. Und vor 40.000 Jahren bahnte sich dann die schreckliche Erfindung von Ackerbau und Viehzucht an. Ja, denn Ackerbau und Viehzucht waren dann so der erste Weg, denaturierte, krankmachende Ernährung massenhaft zu produzieren und damit viel Profit zu machen auf Kosten der Gesundheit der Weltbevölkerung. Und vor 10.000 Jahren war ja der ganz große Aufstieg dann von Ackerbau und Viehzucht, wo dann auch die Wissenschaftler sagen, dass dann auch zeitgleich die großen Seuchen begannen, ja, und die Menschen mickrig wurden, die Körper einfach schwer geschädigt wurden durch Ackerbau und Viehzucht, weil eben der Mensch genetisch wohl konstruiert ist,
für naturbelassene, ursortenartige Früchte, Gemüse, Wildkräuter, Pilze, Nüsse und was auch immer, aber für den ganzen Schrott, der bei Ackerbau und Viehzucht produziert wird, gar nicht konstruiert ist, sei möglicherweise, ja. Und dass deswegen dann also die große Krankheitsförderung kam. Ja, und das bedeutet letztendlich, dass ich hier zum nächsten Bild gehen kann. Das muss ich dann aber beim nächsten Mal machen, denn es piepst. Piep, 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 piep. Ich gebe weiter an Öff, Öff. Ja, danke an die Vorredner. Kurze, ganz ernährungspraktische Anmerkung zu dem, was Louis gesagt hat. Ja, also mein bescheidener Kenntnisstand aus eigener Praxis und Forschung dazu besagt, dass solches sich schlapp fühlen zum Teil ganz natürlich ist, weil der Körper in einen Entgiftungsprozess einsteigt, der schon ja ziemlich Kräfte auch beansprucht. Aber wenn man da so konsequent zumindest in dieser Ernährungsweise weitermacht, dann ist das selbstregulierend. Also der Körper rutscht nicht aus sozusagen, sondern er kriegt das in eine Selbstregulierung rein. Man verliert wegen Abbau von Toleranzen und Ausscheidung von Giftstoffen vielleicht ein paar Zähne, wo das zum Teil abgelagert wird, der Schrott, und nicht mehr dann so einfach fein raussortiert werden kann. Aber insgesamt führt es zu mehr Kraft und zu mehr Lusterleben auch. Also es würde dann himmlische Genüsse sozusagen den Menschen eröffnen, die er jetzt ja nur ersetzt bekommen hat und verdrängt bekommen hat durch Künstlichkeit, auch durch Geschmacksverstärker und was weiß ich. Fett, Zucker oder künstliche Süßungsmittel und so, also was wir da alles für Gifte verpasst bekommen haben, ja. Zum Teil offen, absichtlich oder mit super korrupten Abläufen in der Ernährungsindustrie und Politik. Ja, also da ist es so, dass dieses Wiederfinden quasi des Lusterlebens am Natürlichen soll, wenn man allerdings das jetzt nicht innerhalb von einer Woche, sondern also da wird eher von einem Jahr oder so gesprochen, soll das dann so sein, dass man damit höhere himmlische Genüsse erlebt als eben mit den vorher gekannten künstlichen Hochgenüssen. Gut, von diesem Praktischen wieder zurück. Ich sprach davon, dass die Alternativszene und Esoterik sich mit irgendwelchen Splittern über die Ganzheitlichkeit hinweg täuscht und betrügt. Das ist in der Esoterik auffällig, dadurch, dass man da eben sozusagen sich in eine heile Welt wegkatapultiert, die mit der irdischen Welt und den gerade auch moralischen Aufgaben nicht viel zu tun hat. Also man sieht den bequemen Weg in die Erleuchtung quasi an der geistig-seelisch-moralischen Läuterungsarbeit vorbei. Das ist ein Strickmuster für Modeangebote heutzutage, da an Alternative und Esoteriker kommt her. Wir zeigen euch den Weg, wie ihr hops in die Erleuchtung springen könnt, durch, was weiß ich, irgendwelche Zauberrezepte, Offenbarungen, Channelings, aufgestiegene Meister, neue Dimensionen, Außerirdische, alles Mögliche. Wir zeigen euch diesen Weg, der ohne diese anstrengende Läuterungsarbeit möglich ist. Das ist natürlich ein verheerender Weg für die Opfer. Also wenn wir hier sagen, ja, ist doch egal, wie verbrecherisch ich lebe, ne, hüpf, da, ich bin auch in der Erleuchtung, dann ist das natürlich verheerend für die Opfer der Verbrechertätigkeiten. Aber, und darauf will ich dann gleich noch kommen, wie kann man den Menschen auch da raushelfen? Es ist auch verheerend, wenn man mal genauer hinschauen oder darüber nachdenken würde, für die Menschen selbst, für ihr eigenes Wesen. Und damit komme ich zu dem, was ich dir mitteilen wollte, dem, was du ja noch gar nicht mitgekriegt hast. Wir waren ja letztens mal in einem Gespräch mit Leuten, die zum Teil schon ziemlich esoterisch drauf sind. Und da haben danach in einem auf einer Gesprächsplattform einige doch tatsächlich das so weit ausgedehnt, dass sie gemeint haben, sie sehen sich wie eine Art von Aliens, wo sozusagen solche Aliens hier in ihre Haut oder in ihre Existenz geschlüpft sind. Wir haben mit den dreidimensional irdischen beziehungsweise menschlichen Existenzformen nichts mehr zu tun. Das erkennen sie daran, dass sie so ohne jegliche schlechten Gefühle, Unglück, Zorn, Hass oder sowas wären. Wo sogar im Kreis derer, ne, also mit denen du da diskutiert hast und die dir zum Teil mit wilder Empörung dann widersprochen haben, eine davon meinte,
Also an der Stelle muss sie wirklich dem Dillen mal recht geben, was das für Auswüchse sind. Denn das wäre doch offensichtlich eine völlig realitätsverlierende Abspaltung von Seiten der Wirklichkeit oder auch Seiten der eigenen Gefühlswelt, womit man sich was vormacht und sich da so eine Scheinidylle aufbaut, um eben, sag ich mal, an dieser echten Arbeit mit diesen Wirklichkeiten sich vorbeizudrücken oder sich da so selbst zu täuschen und zu betrügen. Ja, und damit komme ich zu diesem Thema. Was ist das für Abspaltung? Ich würde als schädliches, alternatives Splitter-Engagement oder Splitter-Einstellung oder esoterische Splitter-Einstellung, würde ich alles sehen, was uns an einem vernünftig moralischen Leben vorbeischleusen soll. Und im nächsten Beitrag sage ich dann, was das vielleicht überzeugende Argument auch sein könnte für diese Menschen, um ihnen zu sagen, hey, es ist für euch besser, wenn ihr es nicht macht. Jo, damit gebe ich erstmal weiter. Danke, ich gebe auch weiter. Ja, dann Sekunde. Ja, das zeigt mir eben, ja, wie gesagt, also ich würde fast so weit gehen, ich würde sagen, die Esoterik ist eine Verteidigungslinie, mit der der Kapitalismus sozusagen sich wehrt gegen jeden Versuch, das teuflische System zu beenden sozusagen, weil diese Menschen dann verloren sind für die wirkliche, für das Gute tun auch. Diese Menschen, ich weiß nicht, also Louis, die Frage, die man sich immer stellen musste, kommen diese Leute durch diese esoterischen Konzepte zum Beispiel dann in Richtung Gutes tun? Handeln sie im Sinne des guten Tuns? Oder leben sie nur in der Illusion, sie seien gut und handeln aber genauso schädlich, wie jeder andere Mensch im Kapitalismus auch schädlich ist? Auch der muss ja nicht unbedingt mitarbeiten in der Zigarettenindustrie, in der Waffenindustrie, der Alkoholindustrie oder Medikamentenindustrie oder Impfindustrie, um eben Schlechtes zu tun, sondern es ist ja eigentlich tut eigentlich alles uns nicht gut, was so gemacht wird, ne? Und ich mache aber deswegen jetzt noch mal weiter mit meinem nächsten Bild hier. Das ist die Evolution der letzten 13,8 Millionen Jahre, wo wir ja alle mit kleinen Gehirnen anfingen. Warum haben wir überhaupt große Gehirne entwickelt und die Bonobos nicht? Weil wir die Hände befreit waren vom Klettern in den Bäumen und deswegen angepasst werden konnten auf das Umgehen mit Technik. Und dann konnten wir über Technik mehr Nahrung gewinnen. Und dieses Mehr an Nahrung konnte auch größere Gehirne ernähren, sozusagen. Nur dieses Mehr an Nahrung, das muss nicht eben, die mit Technik ist da nicht gemeint Ackerbau und Viehzucht, sondern einfach erst einmal überhaupt alles, was helfen kann, überhaupt zum Beispiel Werkzeuge, mit denen man Wurzeln aus dem Boden ausgraben kann oder was auch immer. Ja, das sind alles Dinge, die vorher nicht möglich waren, die dann natürlich die Nahrungsmenge erhöht haben. Und ja, und dass wir eben jetzt schon degeneriert sind, das heißt also, dass die Degeneration der Menschheit begonnen hat vor 400.000 Jahren und dann vor 40.000 Jahren die Höherentwicklung des menschlichen Gehirns abgebremst hat, so dass dann ein Kipppunkt erreicht war. Und seit 40.000 Jahren kippt es angeblich und wir haben in den letzten, einzelne Professoren sagen, dass wir in den letzten 40.000 Jahren schon 0,15 Liter Gehirnsubstanz verloren haben. Also das heißt, wir werden aus biologischer Sicht, wird die Menschheit immer dümmer und wird damit immer unfähiger, die Menschheitsprobleme lösen zu können, ne? Weil einfach wir dümmer werden. Das ist die Behauptung da der modernen, letztendlich der biologischen Überlegungen. Und entscheidend ist halt, dass das Ganze, was ich ja sage, läuft ja darauf hinaus, dass ich sage, Gutes tun können wir erreichen durch, ja, ÖFF ist Spezialist für das Thema, wie kann ich Verantwortungsbewusstsein in den Menschen erwecken und wecken und stärken. Und ich bin ja Spezialist für die Seite, wie kann ich durch
Belohnungen hinlenken zu mehr Gutes tun. Ne? Und das sind ja die zwei Grundstrategien, die wir bis jetzt so gefunden haben, ne, um Gutes tun zu erreichen. Und da ist es eben so, dass wir aus dem Schlamassel des Kapitalismus ja nur rauskommen, wenn wir eben nicht mehr zulassen, Profite auf Kosten der Menschen, nicht mehr erlauben sozusagen, sondern durch Partei und Verfassung und in den Kommunen auch nicht mehr zulassen, dass sich vorteilbringende Irrtümer entwickeln können, dass also in den Kommunen zum Beispiel Tauschhändler anfangen, wieder schädlich zu wirken und die Leute abzuzocken, indem sie sich unentbehrlich machen, indem sie den Leuten Sachen verkaufen, die sie eigentlich nicht bräuchten, aber indem sie sie manipulieren, indem sie das Leben der Menschen zerstören, damit diese dann kaufsüchtig werden nach den Produkten, die vielleicht die eigene Kommune herstellt. Da wäre also die Gefahr, dass also schon wieder dann der Kapitalismus neu beginnen würde, auch in der Kommune und in der Interaktion mit den anderen Kommunen. Und das müsste man dann verhindern, wenn die Biologen und wenn die Naturwissenschaft recht hätte. Ich gebe weiter an Öff. Und immer bitte mit der Bitte, wo sind die Irrtümer an diesem Weltbild? Ne? Ja, ich ergänze mal noch das, was ich fortsetze, was ja im Grunde genommen auch eben Kritik, wie du es da auch übst, Dylan, an den entfremdenden, ich nenne es mal entfremdenden Einstellungen ist, die man oft in der Alternativszene und in der Esoterik findet. Splitteraspekte, mit denen man Abspaltung wesentlicher Teile der Wirklichkeit betreibt. Man denkt, das ist ein billigerer Weg oder Kurzschlussweg in die Erleuchtung. Man kommt vorbei an der anstrengenden geistig-seelisch-moralischen Entwicklungs- oder Läuterungsarbeit. Erfreut hat mich immer, als ich damals vergleichende Religionswissenschaften studiert habe, dass das eigentlich gar nicht der Geist ist, wie in den Wurzelreligionen auch von Meditation und Erleuchtungsentwicklung. Also im Hinduismus gibt es noch beides, auch die Zauber- und Magiestrategien, ohne dass da das denkende Verstehen jetzt großartig so mitspielen würde oder sich mitentwickeln würde. In der Reformreligion des Buddhismus, ebenso wie in Hinduismus-Auffassungen wie von Gandhi, ist das nicht der Fall. Sondern da gibt es prinzipiell eigentlich die Einstellung, bevor du hingehst und zumindest höhere Höhen oder tiefere Tiefen durch die Versenkung, Meditation oder die Erleuchtungstechniken erreichen willst, läutere dein Leben, reinige dich körperlich, geistig, seelisch und moralisch. Denn so würde ich das als Motto formulieren, es gibt keine erleuchteten Verbrecher oder keinen Weg als Verbrecher in die Erleuchtung und aufzusteigen. Und insofern sind das aus Sicht auch dieser Ursprungsreligion solche Erleuchtungstechniken, also der bekanntesten oder verbreitetsten Hintergrundreligionen, sind das falsche Billigangebote oder Kurzschlussangebote zur Erleuchtung, die eher Schaden anrichten, als dass sie wirklich erhellend oder erleuchtend wirken würden. Also wo geschieht, also ich bin ja sonst der Ansicht, die Menschen können alles mögliche denken, wie sie wollen. Sie können damit vielleicht auch recht haben, ne? Weil was weiß ich schon hundertprozentig oder was weiß die Wissenschaft hundertprozentig. Es können immer tausend und eine Sache auch eventuell richtig sein. Aber ich stelle mir die Frage, wo gerät irgendetwas von den hunderttausend Theorien in Widerspruch eben zu der gesichert rational oder wissenschaftlichen Auffassung des Menschen von sich selbst, seinem Selbstbewusstsein, seiner Persönlichkeit, seiner Entwicklung. Wo beißt es sich damit? Wo beißt es sich auch, wenn der Mensch als Vernunft- und Gewissenswesen definiert wird, siehe Menschenrechte Artikel 1, wo beißt es sich mit diesem Wesen Vernunft und Gewissen und seiner Entwicklung? Wo steht es im Gegensatz dazu? Da gucke ich. Und ansonsten mag richtig sein, was die Leute alle wollen, aber das dürfte, wenn wir überhaupt dieses als wichtiges, wesentliches oder ein Stück weit auch sicheres Wissen über uns betrachten wollen, dass wir Vernunft- und Gewissenswesen sind, wie kann man verhindern, dass das ausgehebelt wird durch irgendwelche fadenscheinigen, wackeligen, rutschigen
Jenseits- oder Esoterik-Theorie. Und damit komme ich jetzt mal zum nächsten Punkt. Also es geht ja darum, wo wirkt etwas wie Opium fürs Volk? Dylan, du hast richtig gesagt, es ist eben verheerend, wenn da ein Betäubungsmittel quasi eingesetzt wird, was die Menschen daran hindert, die Verhältnisse zu ändern und Gerechtigkeit und Freiheit, Mitbestimmung zu verwirklichen, wenn die Masse mittrottet. Und da wurden ja immer schon Brot und Spiele eingesetzt, die Kirchenreligion. Viele kennen den Spruch, wo der Herrscher auf den Bischof trifft und der Herrscher sagt, hey, wir arbeiten zusammen, ich halte sie arm, du hältst sie dumm. Und da stellt sich natürlich die Frage, was sind moderne Mittel auch, wie mit irgendwelchen Einstellungen oder Modetheorien, die den Menschen in die Köpfe gefropft werden, verursacht wird, dass sie nicht mehr sehen, sie würden sich am besten entwickeln, wenn sie vernünftige, verantwortliche Menschen werden und hier die Verhältnisse auch so verändern, dass es zum wirklich Guten führt. Also zu sagen, ich bin erleuchtet, während ich eben, und das ist heute ja in der sogenannten Demokratie viel mehr als früher in irgendwelchen Königtümern, wo der König eben seine Herrschaft einfach als auf Gewalt und Durchsetzungsfähigkeit gegründet betrachtete, nicht aber auf Zustimmung und demokratische Mitwirkung der Menschen. Also es hat ja heute eine ganz andere Qualität von Mitverantwortung in den Gesellschaften, wenn die Menschen als die eigentlichen Auftraggeber auch für die großen staatlichen Verbrechen gelten. Und da ist es dann natürlich schrecklich, wenn die denken würden, ja, es gibt einen Weg für mich zur Erleuchtung, während ich aber nicht meine Mitverantwortung, meine Mittäterschaft an diesem großen, auch systemischen Unrecht mitbedenke. Ja, und beim nächsten Mal sage ich dann, wie man die Menschen am besten dann überzeugen könnte, also attraktiv sein könnte mit dem Angebot, kommt raus aus solchen Opium fürs Volk Illusionen oder Einstellungen, weil es Mord an euch selbst ist, nicht nur Mord an den Opfern des Unrechts, was weitergeht, es ist Mord an euch selbst. Und das erkläre ich beim nächsten Mal. Ja, danke an die Vorredner. Mir fällt noch ein, dass meine Kollegen bei Extinction Rebellion mich darauf hingewiesen haben, dass es jetzt 48 Grad war in Europa, dass in Kanada die Wälder bei 55 Grad brennen und das scheinbar der Ruß aus den in Sibirien brennenden Wäldern den Nordpol dunkel färbt, so dass der Albedo-Effekt eintritt, nämlich dass, also wenn der Nordpol weiß ist, dann wird Sonneneinstrahlung zum großen Teil zurückreflektiert und wenn er nicht weiß ist, dann wird sie weniger zurückreflektiert und die Erde hitzt sich weiter auf. Also zusätzlich sollen wohl Wirbelstürme jetzt viel langsamer durch die Lande ziehen, was mehr Zerstörung nach sich zieht. Ja, das war mir neu, weil ich mich nicht mit Nachrichten beschäftige. Dem Öffi war das in der Form scheinbar auch neu und dann haben wir ein bisschen philosophiert, ob das stimmt oder nicht. Jedenfalls dachte ich mir, so oder so, interessante Erwähnung und ich gebe weiter, danke. Ja, danke schön. Ja, vielleicht gerade zu dem letzten. Ja, das war ja für mich eigentlich die letzte, so eine große Neuerung, obwohl all diese Neuerungen hätte es nicht gebraucht, weil unser Reformmodell für den idealen Staat und die ideale Kommune ist eigentlich schon lange fertig geworden. Aber aber ich finde es interessant, dass es für mich doch mal noch mal eine ganz neue Idee war zu erkennen, ich sage, dass ich habe als Hypothese oder als Theorie, als Modell, habe ich im Moment, das ein Modell, das man sicherlich auch falsifizieren kann, dass, erstens, Modell, NGOs sind grundsätzlich kapitalistische Geschäftsmodelle. Da geht es darum, dass die oberste Leitung dieser irgendjemand in der obersten Leitung dieser NGOs an den Spendengeldern interessiert ist oder von den Spendengeldern lebt und dass es deswegen bewusste oder nicht bewusste Mechanismen, nicht bewusste wären vorteilbringende Irrtümer, nicht bewusste Tendenzen hingibt in der Leitung solcher kapitalistischer Geschäftsmodelle, gibt die Probleme nicht zu lösen, deren Lösung man angeblich behauptet, dass man sie anstrebe, in Wirklichkeit alles zu tun, dass das Problem nicht gelöst ist, weil die Spendenbereitschaft leider nur hochgehalten werden kann, solange das Klimaproblem nicht gelöst wird. Und das erklärt dann aus meiner Sicht auch,
Es gibt dann nur zwei insgesamte Erklärungen und die sind beide vernichtend, dass unser 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan quasi bei mit Ablehnung jeglicher Diskussion darüber sozusagen praktiziert wird. Dafür gibt es nur zwei Erklärungen: grenzenlose Unwissenheit, Ungebildetheit und Dummheit. Oder eben, dass es sich um kapitalistische Geschäftsmodelle handelt, wo dem Zweck der Spendensammlung jede Lösung, jedes Lösungsmodell des Klimaproblems einfach nur ein Störfaktor wäre beim weiteren Sammeln von Spenden. Ja, und das war für mich neu, das mal so zu sehen, und ist aber eigentlich ganz biologisch. Also eigentlich kann es im Kapitalismus gar nicht anders sein. Dann noch kurz die Bemerkung: wir waren uns ja ziemlich einig, dass die Bibel eigentlich ursprünglich gar keine Körperfeindlichkeit kennt, keine Lustfeindlichkeit. Ich erinnere mich an so Szenen, wo es darum ging, dass also zwei Männer, dass auch Männer miteinander Sex hatten oder sowas, erinnere ich mich in der Bibel, oder dass zwei Männer sich auch irgendwie für eine Frau interessierten oder so, dass Jesus sozusagen die Sünderin da gesagt hat, wer frei von Schuld ist, werfe den ersten Stein. Also er hat quasi die Ehebrecherin beschützt sozusagen. Dann die Maria Magdalena mit den Füßen und der Ölung der Füße, und dann das Hohelied der Liebe, und dann der König Salomon, dem Gott 700 Frauen und 300 Nebenfrauen gestattete. Also da war eigentlich nicht die ganz große Körperfeindlichkeit. Das ist auch der große Irrtum von Professor Dawkins gewesen, dass er irrtümlich gedacht hat, die Religionen seien die Ursache der Körperfeindlichkeit. Das ist völlig falsch. Der Kapitalismus ist die Ursache von allem Schlechten, und der Kapitalismus, das Frühhändlertum, hatte in die Köpfe der religiösen Menschen die Körperfeindlichkeit hineingepfropft, so dass dann Paulus irgendwie schon vielleicht sich wirklich ein bisschen körperfeindlich geäußert hat sozusagen, ja. Aber die Händler waren es, die Frühhändler brachten die körperfeindliche Ideologie hinein in die Religion und nicht umgedreht. Es ist nicht so, dass die Religion die Körperfeindlichkeit in den Kapitalismus gebracht haben, sondern der Kapitalismus hat die Körperfeindlichkeit in die Religionen gebracht und hat die Religionen von ihrem früher lustfreundlichen Weg abgebracht, sozusagen. Oder zumindest waren die früheren Religionen, also beim Indischen zum Beispiel finden wir ja auch die Offenheit für das rote Tantra im Gegensatz zum weißen Tantra. Also das heißt, da ist eigentlich eine Lustfreundlichkeit in Resten noch vorhanden. Aber der Kapitalismus bringt halt in alle Religionen immer mehr die Körperfeindlichkeit hinein, denn das ist sein Geschäftsmodell. Ja, unterdrücke Körperkontakt und ja, zerstöre so die Menschen. Ich gebe weiter an Öff, piep, 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 piep. Ja, danke an die Vorredner. Zwei Vorbemerkungen, bevor ich meinen Hauptinhalt, den ich jetzt sagen möchte, erkläre. Ja, du hast recht, Dylan. Also Jesus war eigentlich ein, ja, sehr die äußeren Formen und Normen insgesamt aufbrechender Revolutionär, was im frühen Christentum dann mit so Mottos sich äußerte wie Liebe und tu dann, was du willst, hat der heilige Augustinus wohl gesagt. Also Jesus hat die äußeren Konventionen, das, was man zu befolgen hätte, und das Gesetz, ne, was für die Juden ja so wichtig war, das Gesetz, überwunden, quasi durch eine Form von Verinnerlichung. Es kommt nicht darauf an, äußere Gesetze zu befolgen, sondern es kommt auf die innere Einstellung, den Glauben und die Liebe an. Und die macht uns alle gleich und setzt uns über alle möglichen Normen hinweg. Und tatsächlich extrem provozierend für damalige Zeit. Also es war schon nicht erlaubt eigentlich, dass ein Mann einzeln mit irgendeiner Frau, die er wo traf, auch nur sprach. Hat Jesus auch gemacht, beim Jakobsbrunnen und so, wo die Leute schon wieder befremdet waren von seinem Verhalten. Aber insgesamt hat er immer Männer und Frauen quasi gleichberechtigt angesprochen, also zum Beispiel bei Ehescheidung, der Mann darf die Frau nicht fassen, die Frau nicht den Mann.
Völliger Witz, weil einseitig hatten nur die Männer damals das Recht, sowas zu machen. Ne? Die Frauen hatten gar nicht die Rechtsposition, in der Jesus sie ansprach, als wären sie gleichberechtigt. Und der absolute Skandal natürlich tatsächlich mit der Prostituierten, die kommt und ihm die Füße salbt. Und die anderen sagen, weiß der überhaupt, was das für eine Frau da ist? Also das dürfte er doch nie zulassen, wenn er jetzt hier für, was weiß ich, er will uns das reine Leben oder sowas erzählen. Und Jesus antwortet ihnen auch noch provozierend. Er sagt, wer viel liebt, dem sind viele Sünden vergeben. Die Frau hat mich da gesalbt, ne? Die hat mehr für mich getan hier an liebevoller Zuwendung, als du, lieber Gastgeber, hier in dessen Haus ich bin, seit ich hier reingekommen bin. Sei da mal nicht zu hochmütig. Die Frau durch ihre Liebesbereitschaft, ne? Und wohlgemerkt, Zärtlichkeit der Prostituierten ihm gegenüber, hat ihre Schulden sind genommen. Das führte im frühen Christentum übrigens dazu, wie man aus den Briefen erlesen kann, dass es wirklich sozusagen freie Sextendenzen gab in den christlichen Gemeinden, wo dann von oben mit den entstehenden hierarchischen Strukturen, die sich allmählich herausbildeten, auch im ersten und dann zweiten Jahrhundert, musste kräftig gegengesteuert werden. So nach dem Motto, weil die Christen nämlich dann wohl hingingen und sagten, ja, wenn Liebe und nicht das Gesetz und Liebe und tu dann, was du willst, dann können wir auch hier freiere Sexualität praktizieren. Also die mussten wirklich gegensteuern, um solche Befreiungsprozesse in der frühen Christenheit zurückzupfeifen, um es mal so auszudrücken. Okay, das zu dem Thema. Dann nochmal zum Thema Demonstration. Also ich sagte schon, also ich will den Esoterikern Alternativen mit irgendwelchen Splittermeinungen nicht sagen, was nicht richtig oder falsch sein kann. Genauso will ich auch nicht, habe ich auch zu Louis gesagt, ich glaube zwar, dass wenn wirklich jetzt der Sprung in die ökologischen Zerstörungen, also die Katastrophenturbo sozusagen, wenn der so ausbrechen würde, dass jetzt eben die Stürme Städte da in Asien oder sonst wo einfach wegfegen in höherem Maße, das würden wir wahrscheinlich mitkriegen. Ich füge hinzu, weil es ja gar nicht unbedingt gegen die Interessen der jetzigen Regierung ist, dieses Thema zumindest für uns auf die Bühne stark zu bringen. Wenn auch aus missbräuchlichen Interessen, aber sie sind da ja gar nicht so, die liebe Angela Merkel ist ja gar nicht so, dass sie nicht mit dem Klimaschutz und dem sich damit einen Schein umhängen, nicht arbeiten würde. Aber davon ab. Also ich glaube, dieser extreme Katastrophenturbo, den würden wir wohl mitbekommen, aber ich würde niemals widersprechen, dass wir da auf dem Pulverfass tanzen und dass wir mit solchen existenzbedrohlichen Turboausbrüchen rechnen müssen. Was mich nur stört und wo ich sage, da würde ich wieder die Grenze ziehen und den Block reindrücken wollen, wenn Leute dann nämlich kommen, wie es seit vielen Jahren in der Ökoszene üblich ist, und anfangen wieder, oh, da ist die Katastrophe jetzt so, dass wir jetzt demonstrieren müssen. Und wir kommen leider nicht dazu mit der ganzheitlichen Umstellung. Ne? Wir müssen es jetzt, die Zeit eilt, drängt so, dass wir jetzt demonstrieren, und das Ganzheitliche kann er hinterher oder später oder jedenfalls nicht. Und das halte ich für die verheerende Ausflucht, die dann immer auch aus den Katastrophenszenarien gemacht wird, weil ich eben glaube, dass alles Demonstrieren niemals das Ganzheitliche verändern. Also das Schlussmachen mit dem bürgerlichen Wohnzimmer, wo man nach der Demonstration hingeht, dass das niemals durch die Demonstriererei ersetzt werden kann. Und immer als Aspekt wichtig genug ist, um es voll mit reinzubringen und auch als mindestens als zweite Schiene durchzuziehen. Also Demonstrationen statt ganzheitlich im systemischen Wandel, das ist immer eine katastrophale Fehlstrategie, weil sogar wenn man dann mit dem auf die Straße gehen oder sonst was erreichen würde, dass die Regierung die Steuerung an uns oder an diese Leute abgeben würde, es würde dazu führen, dass wir keine systemische andere Qualität hätten und kein anderes System damit hinbekommen würden. Also insofern keine kurzsichtige Einseitigkeit, die man mit Katastrophe begründet. Das ist das, was ich da wichtig finde. Und beim nächsten Mal komme ich dann, wie man den Leuten sagen kann, dass sie die Ganzheitlichkeit brauchen, um nicht als Persönlichkeit ermordet zu werden. Gebe weiter. Tja, Öffi, das klang ja jetzt doch wieder so, als ob du anzweifelst, dass die Nachrichten, die meine Kollegen gehört haben, stimmen. Da bin ich ja dann mal neugierig, was ihr jeweils für Nachrichten konsumiert.
Dann hätte ich eine Frage. Jesus meinte ja, gib Gott, was Gott ist und dem Kaiser, was des Kaisers ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht hast du dazu ja auch eine revolutionäre Deutung. Dann, Dylan, du meintest, es gibt nur zwei Erklärungen, warum Extinction Rebellion die Lösung des Weltrats oder die vermeintliche Lösung, wird sich ja noch zeigen, hoffen wir mal, nicht sofort umarmt hat. Ich kann mir auch noch vorstellen, dass einfach nicht die richtigen Leute angesprochen wurden, beziehungsweise die Falschen, die daran interessiert sind, sowas nicht zu ermöglichen. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass die richtigen oder die falschen Leute nicht gut genug angesprochen wurden oder auf eine Art und Weise, die ihnen das unseriös erscheinen haben lassen und nicht realitätsnah. Und es ist natürlich auch ein sehr optimistischer und sehr selbstsicherer und damit ein Selbstverständnis des Weltrats oder die Art, wie du ihn darstellst, mit, ja, wir haben die einzige Lösung und wir haben auf alle Fälle die Lösung und so. Also ich schließe nicht aus, dass es stimmt. Ich finde, du weißt ja, was ich alles gut finde an den Ideen. Aber das fällt mir als weitere Erklärung ein. Und auf eine Art finde ich gut, wenn wir gegenseitig auch mit beliebig viel weiteren Leuten ein Vokabular, eine Kommunikation versuchen würden, in ihrer Effizienz oder Abschreckendheit zu erforschen, wie wir mit möglichst vielen Menschen Gedanken, die uns sehr wertvoll sind, austauschen können. Und zwar auf eine Art, die möglichst auch die eher festgefahrenen und eher unabenteuerlustigen von ihnen eher erreicht, als abzuschrecken. Ja. Ich gucke mal auf meinen Zettel. Ja, und damit gebe ich weiter. Dankeschön. Ja. Ja, also zum Beispiel bei Fridays for Future waren dann ich und unser Professor Mertens eingeladen worden. Professor Mertens meinte allerdings, er konnte nicht garantieren, da hinzukommen zu Fridays for Future, zum zentralen Treff in Köln, wo immerhin 30 Leute anwesend waren, ja. Ich musste dort alleine hingehen, weil Professor Mertens eben sagte, ja, mit so verwirrten sozusagen Kindern, also erstens hatte er wohl Zeitprobleme, dahin zu kommen, und hatte dann aber auch gesagt, dass mit so verwirrten Menschen, dass er da auch einfach keine Hoffnung sieht, ne? Und da ist eben für mich der Punkt, Luis, man kann jetzt natürlich alle möglichen Ausreden finden, warum wir wieder daran schuld sind, dass die Leute unseren Vorschlag ablehnen mussten. Vielleicht ist es aber auch einfach ganz umgedreht, dass kein Mensch, der wirklich ernsthaft das Interesse hat, dieses Klimaproblem zu lösen, das Gespräch mit 23 Professoren, Doktoren und so weiter, die ganz klar sagen, wir trauen uns das dazu, den 900 Milliarden Euro 7 Jahre Plan und quasi letztendlich das gesamte weltweite Klimaproblem zu lösen. Ja, denn wir haben das ja so konzipiert, dass es eine Kette ist. Wir machen Deutschland klimaneutral und die USA und China kriegen das gleiche Wirtschaftswunder nur, indem sie genau das gleiche Tempo beim CO2-Reduzieren vorlegen wie Deutschland von den Prozenten her. Und dass dann alle Staaten der Welt helfen wir, aber nur, wenn sie genau die gleiche CO2-Reduktion durchführen, dann würden wir weltweit, ich sage immer, wenn es denn ein echtes Problem ist und nicht nur ein erfundenes Problem zum Zwecke der Spendenerschleichung,
Und wenn es ein echtes Problem ist, wo ich immer noch keinen sicheren Beweis dafür habe, ich habe das Gefühl, da ist was, das Klima ist kaputt, das ist aber ein Gefühl, da habe ich keinen richtigen Beweis für, ne? Und, aber wenn es ein Problem ist, dann können wir es lösen. Ah ja, wir müssen neu einwählen. Ja. So, dann mache ich weiter. Also, das heißt also, wenn die Motivation echt wäre, dann würde sogar jemand, der sehr dumm ist, ganz klar sagen, diese 23 Professoren, die höre ich mir an. Und wenn es erstmal im Erstgespräch der Dillen ist und dann die Professoren nachkommen, weil Dillen sagt, die sind doch ganz vernünftig, mit denen kann man reden, ja, dann macht man das einfach, weil man so viel Energie aufwendet und dann ist es mal 5 Stunden, sich mit den Professoren zu unterhalten. Die tun uns nicht weh, die 5 Stunden. Wir haben ja, die Fridays for Future hat ja lauter Camps gemacht mit Workshops und so weiter. Wir haben dann die entsprechenden Workshops angeboten und so weiter, wie dieser 900 Milliarden Euro eigentlich der Klima-Weltproblem-Lösungsweg funktioniert technisch sozusagen. Aber das ist eben, wie gesagt, also ich bleibe, meine These ist, also mein Modell sagt mittlerweile, die NGOs sind nicht Teil der Lösung des Problems, sondern Teil des Problems. Ja, denn da geht es aus meiner Sicht um Spendensammlungsaktionen und Spenden kann man nur sammeln, wenn Probleme erhalten bleiben. Ich bin ja sogar der Meinung, dass das Welthungerproblem ausschließlich aufrechterhalten wird durch NGOs, die an Spenden für hungerleidende Menschen sich bereichern. Wenn es diese NGOs nicht gäbe, gäbe es den Welthunger vielleicht auch gar nicht, obwohl, oder wäre zumindest der Welthunger schon deutlich geringer. Ich glaube also mittlerweile, die NGOs sind nicht Teil der Lösung, wie man so annimmt, sondern Teil des Problems. Teil des kapitalistischen Gesamtproblems. Ne? Ja, aber ich sage jetzt noch mal kurz, wie sieht die Lösung aus? Wie gesagt, Verantwortungsbildung ist eine Strategie, die auf die ÖFF spezialisiert ist und wir sind spezialisiert auf die Strategie durch positive Anreize, durch Belohnungen, durch Leckerli, Gutes tun zu fördern, sodass also all die Strategien im Kapitalismus, zerstöre das Lebensglück der Menschen und gib ihnen die Kaufsucht. Kaufsucht nach Esoterikbüchern, Konsumsucht nach Illusionen von Erleuchtungen, die so gar nicht sind und die gar nicht das Höchste sind, sondern was ganz Niedriges sind. Ja, also Osho Bhagwan Sri Rajneesh war ja auch nie erleuchtet, sondern er lebte in der Illusion, er wäre erleuchtet gewesen. Die Erleuchtung war aber zu dieser Zeit historisch noch gar nicht möglich. Das war also gar nicht historisch machbar, weil bestimmte Know-how-Aspekte gefehlt haben. Ja, und so weiter. Das gute Tun belohnen führt dann dazu, dass die vorteilbringenden Irrtümer ganz schnell verschwinden und all diese Irrtümer verschwinden. Dann auch aus den Religionen würden wahrscheinlich sogar die körperfeindlichen Aspekte wieder raus verschwinden, wenn der Kapitalismus beendet wäre. Und dieses Belohnen für gutes Tun ist ja aus meiner Sicht dann eine vollständige Beendigung des Kapitalismus und der Wechselübergang zu einer Gemeinwohlgesellschaft und Gemeinwohlwirtschaft. Wobei übrigens jetzt ich mitgekriegt habe, dass manche Leute das Wort Gemeinwohl auch missbrauchen für so etwas wie Gemeinwohl sei ja leistungsfeindlich und wettbewerbsfeindlich und sei Kommunismus, Gemeinwohldenken, sei Pseudokommunismus und Pseudosozialismus. Nein, Gemeinwohlwirtschaft ist eigentlich sehr ähnlich dem Gedanken eines Leistungs- und Wettbewerbs. Kommunismus. Und den schlage ich ja für Kommunen vor. Ich schlage für Kommunen vor, nicht den Versuch, Leistung und Wettbewerb aus dem menschlichen Leben herauszuschmeißen um jeden Preis, sondern ich schlage für die Kommunen und für den Staat einen Gemeinwohlgesellschaft im Sinne eines Leistungs- und Wettbewerbskommunismus vor,
als das ideale Nachfolgemodell des Kapitalismus. Ich gebe weiter an ÖFF. Ja, danke an die Vorredner. Wir sind bereits, ja, wie wir festgestellt haben, dadurch, dass wir uns neu einwählen mussten, über die 2 Stunden hinaus. Ich sag mal so, diese und die nächste Runde halte ich für wichtig, weil da noch so Dinge sind, die ich extrem spannend hier in unserem Gesprächsfaden finde, hinzuzufügen. Aber ansonsten, denke ich, können wir da schon mal ins Auge fassen, von meiner Seite aus zu einem Ende zu kommen. Ich schiebe die Frage, gibt Gott was Gottes in dem Kaiser, was des Kaisers ist? Oder die Frage, also wie ist das, braucht man da, oder sind das zu unvernünftige Kinder von Fridays for Future oder Extinction Rebellion, wo ich ja dazugehöre, ich gehöre zur Anti-Corona-Bewegung und zur Öko-Bewegung und zur Gandhi-Bewegung und zu Extinction Rebellion. Also ich wüsste wenig Leute, die da so brückenübergreifend engagiert sind. Aber das, wie ich dazu stehe, schiebe ich in den nächsten Raum. Ich komme jetzt mal zu der Frage, wie kann man Menschen, die mit solchen unrealistischen Abspaltungen arbeiten, also wie eben manche Alternative oder Esoteriker, die sich da in irgendeine Sichtweise von Befreiung, rettendem Engagement, Erlösung, Erleuchtung hineinkatapultieren, was nur sehr partiell ist und nicht ganzheitlich und auch wenn man vernünftig drüber nachdenkt, nicht wirklich erfolgversprechend. Wie kann man die da solchem Opium fürs Volk erliegen, und sich mit Kurzschlüssen daran vorbeimanövrieren, erleuchtet zu werden, ohne dass sie das Unrecht in der Welt verändern, ja sogar nicht mal ihre eigene Beteiligung aufhören, wie kann man die ködern, dass sie von diesen Opium fürs Volk Illusionen wegkommen können? Da habe ich gesagt, ich denke, das entscheidende Argument ist, ihr ermordet euch selbst. Und da ziehe ich mal als Vergleichsbild Folgendes heran. Wir kennen Science-Fiction-Filme, ist sogar ein gar nicht unbeliebtes Thema, wo irgendwelche Invasoren hier auf der Erde hinkommen und quasi in den Körpern der Menschen ihren Geist auslöschen und sie dann da ersetzen. Also sie laufen rum und im Grunde genommen sind die Körper nur noch das, was vom Menschen übrig geblieben ist. Da drin sind die anderen Wesen. Natürlich ist das in diesen Science-Fiction-Filmen eine Art, die Menschen, die hier auf der Erde jetzt leben, zu ermorden und in ihrer Hülle anders dann, ja, in der Regel mit Eroberungsabsicht des ganzen Planeten tätig zu werden. Und in den Science-Fiction-Filmen würde keiner sagen, na ja, vielleicht sind die ja auch weiterentwickelt, vielleicht sind die intelligenter, vielleicht wäre das ja moralischer oder nicht so kurzsichtig hier für den Augenblick die Welt verheizen, wie wir Menschen das machen, vielleicht ist das okay. Würde da keiner sagen, sondern würde es von sich weisen, ey, das ist ja das Schrecklichste, wenn jemand in mein Inneres eindringt und mich da auslöscht und durch was anderes ersetzt. Wenn es aber darum geht, weil es bequem ist, weil man damit diesem Handlungsdruck entfliehen kann, hier die Welt zur Verantwortung zu verändern, auch sich selbst in seinem eigenen Leben zur Verantwortung umzustellen, wenn es da so bequem ist, dann fällt die Vorstellung überhaupt nicht schwer, so zu tun, als wäre man jetzt innerlich ausgetauscht und ist gar nicht mehr der Mensch, mit dem man da ursprünglich jetzt angefangen hat oder als der man sich bisher entwickelt hat, sondern da ist ein Alien an diese Stelle gehüpft, was raus ist aus der menschlichen dreidimensionalen Existenz und Identifikation und was sich daran erkennen lässt, dass es gar keine schlechten Gefühle mehr hat wie Unglück, Zorn, Hass und so weiter. Also Austausch erfolgreich durchgeführt. Und da sage ich, ein Mensch, der eben aus den Science-Fiction-Filmen abgeleitet hat, das ist der schrecklichste Mord von innen her, der könnte sich klar machen, was ist denn an ihm das Wesentliche, ich meine, sonst, wenn jemand kommt und bringt mir eine andere Einstellung zum Leben bei oder ja, übt einen Einfluss auf mich aus, den ich mit beobachten und beurteilen und gut finden kann, für mich gut finden kann, als Weiterentwicklung meiner Person, nicht als Ersatz. Da kann ja vieles an Einfluss gut sein. Aber was ist das, was an mir so wesentlich ist, dass ich das nicht durch andere einfach ausschalten, verändern oder sonst was soll und es nie meine Zustimmung hätte? Und ich denke, das ist dann ein Selbstverständnis des Menschen, als denkendes und gewissenhaftes Wesen, wie definiert in Menschenrechte Artikel 1, wo wir sagen würden, man kann gerne kommen und mich verändern wollen, aber nicht, indem man diese wesentlichen Grundeigenschaften von mir aushebelt, sondern auf dem Weg über diese Grundeigenschaften, indem man sich an mich wendet als Vernunft- und Gewissenswesen oder dazu fähiges Wesen, nicht die Schrauben dreht, ohne dass ich es mitkriege und entscheiden kann oder ablehnen kann, sondern mit meinem Wissen entscheiden, ob da Schrauben gedreht werden.
und wie. Und wenn man dieses Grundverständnis hat von der eigenen Person, was auch aus Bequemlichkeit nicht einfach abgeschaltet werden sollte, auch von einem selbst nicht abgeschaltet werden sollte, weil es seelischer Selbstmord ist. Wenn man dieses Verständnis aufbringt, dann kann man in ganz anderer Dimension drüber nachdenken, was ist ein Weg auch zur Erleuchtung, auf dem ich nicht verloren gehe, sondern mich in eine immer weitere Dimension hinein entwickle, die auch am Anfang schon so da gewesen sein muss, dass ich nicht am Ende ganz was anderes bin, sondern dieser Identifikationsfaden über die Gesamtentwicklung möglich ist. Ja, noch ein paar Gedanken dazu im nächsten Beitrag und dann eben Gott, was Gottes ist und noch ein bisschen zu, warum wir auch mit sowas wie Extinction Rebellion als Satyagraha fürs Überleben heute unbedingt. Jo, ich gebe weiter. Ja, klang spannend, Öffi, werde ich mir später nochmal erklären lassen, konnte nicht allen folgen. Ja, ich wäre sehr neugierig, wenn ihr antworten würdet, was ihr von diesem Plan haltet, unsere Kommunikation zu verfeinern. Dann finde ich das Beispiel, das auch schon nicht erleuchtet gewesen sein kann, weil damals keine Erleuchtungstechnik da war, gepaart mit der Behauptung, oder ja, oder vielleicht hast du dich jetzt zurückgezogen, weil du dich mittlerweile als den Höchsten siehst und das nicht unbedingt mit Erleuchtung der Vokabel belegst. Jedenfalls ist das ein Beispiel, wie ich finde, wie man vielleicht unnötig vor den Kopf stoßend formuliert. Und da gibt's ja auch die Idee, die dazu geäußert wurde, es sei total effizient, Leute vor den Kopf zu stoßen, damit sich schnell herausstellt, ob sie geeignet sind für die Kommune oder nicht. Also natürlich ist die Möglichkeit, dass die Leute, also bei Fridays for Future kenne ich mich nicht so aus, aber dass die Leute, ja, wie du das alles sagst mit den NGOs, finde ich eine schöne Analysemöglichkeit. Und gleichzeitig habe ich dir schon gesagt, du kannst einfach dich selber als Extinction Rebellion begreifen. Und ich bin da auch. Und im Rahmen von einer Ortsgruppe, in der ich bin, könnten wir mal ein Interview machen. Vielleicht kann ich auch, die haben auch so Talks, vielleicht kann ich das mal anleiern. Jedenfalls könntest du halt, ich kann dir eine Einladung geben für das Kommunikationssystem MetaMost, dann kannst du deine Ideen auf dem Dorfplatz darstellen und kannst versuchen, eine AG zu gründen und Leute dafür zu finden. Und dann wäre ich mal neugierig, was passiert. Und ne, nicht vergessen, dass ich dieselben Interpretationen, die du hast, nicht für ausgeschlossen halte, aber dass ich es viel interessanter finde, wenn man da noch anders, wenn du noch anders agieren würdest oder wenn wir uns gemeinsam Gedanken machen, gerne auch im Rahmen dieser Kommunikationsoptimierung. Und nur weil wir hier uns auf Irrtümer freundlicherweise hinweisen, auf mögliche, natürlich kann man die Ausreden immer bei den anderen sehen oder das Fehlverhalten sagen, das liegt an denen oder so. Also ich habe dich ja schon ein paar Mal erlebt und teilweise finde ich super, wie du es machst und teilweise finde ich es halt unglücklich, wie du Sachen formulierst und dann bei den Leuten krasse Allergien hervorrufst. Und das kann ich gut verstehen. Also ich bin ja im Gespräch mit dir weiter und andere Leute nicht. Aber zum Beispiel eben, wenn du bei Leuten analysierst, dass sie dir Unrecht tun, dass du daraus eine charakterliche Schwäche ableitest, könnte man einfach sagen, das ist ein unangemessenes Verhalten, mit dem es mir schlecht geht. Das würde dasselbe ausdrücken, aber würde der anderen Person mehr Gesicht lassen. Und wenn sie irgendwann richtig bereit ist dafür, wie wir angeblich, in so einem, wir qualifizieren uns gegenseitig, dann kann man ja das ein bisschen deutlicher machen. Ja, und dann finde ich natürlich total interessant, dass du sagst, dass du nicht sicher bist mit den Klimakrisenfakten. Das ist natürlich eh die Frage, was ich so beweisen lassen kann an Zukunftsprognosen. Aber mich würde da natürlich total interessieren, was von den angeblichen Fakten, die eben die jeweiligen Wissenschaftler dieser Denkrichtung auflisten, was dich da zweifeln lässt. Das ist ja jetzt eine sehr wissenschaftliche Frage, quasi eins deiner Fachgebiete. Ja.
damit hoffe ich, dass ich nicht selber zu vor den Kopf stoßend war und gebe weiter. Danke. Ja, jetzt hoffe ich, dass ich nicht einen Riesenfehler gemacht habe. Denn ich habe ja schon mal erzählt, dass ich manchmal auch irgendwelche Videos von selber einschalten. Vielleicht, weil der Computer vielleicht auch einen winzigen Defekt eben hat, der nicht offensichtlich ist. Und ich hoffe nicht, dass jetzt irgendwelche Videos die manche Teile der Tonspur überspielt haben. Na, kann natürlich jetzt passiert sein. Denn eben musste ich gerade ein Video hier stoppen, ne, oder ne, was es auch immer ist. Und mein Fehler war vielleicht, den Lautsprecher nicht laut genug zu machen, der mich dann warnen soll für so eine Sache. Also, denke ich, mich hört man jetzt wieder. Zumindest habe ich jetzt dieses Störgeräusch beendet. Ich will es nochmal sagen, Luis, super, das wäre natürlich, denn wir geben ja nicht auf, ja, also jederzeit können wir unser Angebot an Fridays for Future und an die Klimabewegung und Extinction Rebellion wieder aufleben lassen und ich bin zu jeder Schandtat bereit, ich bin zu jeder Talkrunde mit Extinction Rebellion bereit, denn für mich ist es so, ja, das mit Fridays for Future, Köln war ein Flop, mit Extinction Rebellion, Köln war ein Flop, mit diesem Forum Extinction Rebellion, das hat ja öff miterlebt, war ein Riesenflop, wo aus meiner Sicht eine Person eigentlich nur kriminell uns gegenüber, dem Weltrat gegenüber gehandelt hat, anders kann ich das nicht beschreiben, ja. Und sozusagen, aber ich bin jederzeit zu neuen Versuchen bereit, weil einfach die Chance, die wir hätten, auch damit insgesamt den Kapitalismus weltweit zu beenden, das ist ja diese Chance, auf die wir alle warten. Ja, also insofern bin ich zu jeder Schandtat bereit, versuche da einfach mal irgendwelche Telefon- oder Online-Konferenzen vorzubereiten und dann bin ich sofort dabei. Also jederzeit gerne, denn wir geben ja nicht auf, ne? Und lassen uns gerne dessen belehren, wie es ist. Aber jetzt nochmal zurück zu den, weil wir suchen ja das Ende, deswegen will ich jetzt versuchen, kürzer zu reden. Für mich ist es so, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Luis, geh einfach mal hin und beobachte diese esoterischen Menschen, ob sie wirklich Gutes tun oder ob sie nicht einfach in ihrem Handeln sehr viel Schlechtes tun und einfach nur in der Illusion und Selbsttäuschung leben. Sie seien gute Menschen. Ich erinnere mich auch an die Formulierung, dass die Leute wohl auch gesagt haben, wir haben keine bösen Gefühle mehr, keine schlechten Gefühle mehr. Die Wahrheit dessen konnte man ja an diesem Montagstreffen feststellen, wo dann die Wutausbrüche ganz deutlich zeigten, dass da überhaupt keine veränderte Psyche ist, sondern aus meiner Sicht sozusagen, anstatt, wie es in der Bibel heißt, wenn dein Bruder dir Unrecht getan hat, sprich mit ihm. Das heißt auf der anderen Seite, dass man auch selbstverständlich hört, wenn der andere einem sachlich vorwirft, dass man Regeln gebrochen hätte oder gar Gesetze gebrochen hätte und so weiter. Und darauf mit Wutausbruch zu reagieren, das zeigt, dass die an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, dass esoterische Menschen ganz oft riesige Charakterprobleme haben und riesige Probleme haben, wo ich mich frage, wo ist da überhaupt Gutes tun und nicht nur Selbsttäuschung? Ich bin doch schon gut. Ich bin doch Esoteriker. Ich bin doch schon gut und der Rest der Welt kann mir gestohlen bleiben. Denn allein die Tatsache, dass ich Esoteriker bin, macht mir ja klar, dass die Welt an sich ja schon gut ist und damit brauche ich auch gar nichts zu tun, denn die Welt ist ja schon gut. Es ist ja alles nur Karma und Reinkarnation und alles ist ja schon gut an sich, ne? Ja, ich versuche jetzt mal, nach 3 Minuten mache ich jetzt mal Schluss und gebe an Öff weiter. Wir gehen mal auf 3-Minuten-Modus über, in der Hoffnung, dass wir es vielleicht hinkriegen, langsam ein Ende zu finden.
FF? Ja, ich hoffe, man hört mich. Ja. Ich setze kurz fort, was ich da gesagt habe mit dem Selbstmord an der eigenen Seele. Also wenn da, man sagt, die Weiterentwicklung, Erleuchtungsentwicklung und was weiß ich, führt dazu, dass ich ausgetauscht bin, dann war es keine Erleuchtung für mich. Das ist da am Ende was anderes oder ein anderer. Der hat da vielleicht auch was von, aber ich eben nicht mehr. Und dementsprechend bräuchte man ein Konzept, was von Anfang bis Ende eine wirkliche Entwicklung meiner auch selbstbewussten Persönlichkeit ist, wo die nicht verloren geht, sondern immer neue Dimensionen bekommt. Und das ist aus meiner Sicht auf der Ebene des unterscheidenden Denkens dadurch möglich, dass man zum Beispiel so Vorstellungen hat wie, mein Körper ist ein Radioempfängergerät und ich kann dann in meinem Geist oder Seele Kanäle einstellen. Und einer der Kanäle ist das kosmische oder göttliche Bewusstsein. Und dadurch springe ich mit meiner Identifikation, die mir aus meinem jetzigen Selbstbewusstsein heraus möglich ist, springe ich in eine Ebene, wo auch wenn mein Körper dann stirbt oder wenn irgendwelche Einzelelemente dieser Welt, irgendwelche Gruppen, Organisationen, was auch immer, Lebenszusammenhänge, verändert, abgesetzt, ausgetauscht werden, bleibe ich mit diesem Bewusstsein immer beständig. Und das könnte man dann auch weiterführen, wenn man sagt, die höchste Form der Einheitsentwicklung, auch des sich selbst immer mehr Vereinheitlichens mit allem, kann auch dann eine Dimension bekommen, die man mystisch nennen kann, über Unterscheidungen und Gegensätze hinaus, über Raum, Zeit und was weiß ich, über alles hinaus, dann könnte man sagen, ja, das ist mit dieser Art von Einheitsdimension als ein Zusammenhang, als etwas, wo es nicht verloren geht, wo das Vorherige nicht verloren geht, sondern darin aufgehoben bleibt, ist das vorstellbar. Und das wäre dann am ehesten eine Entwicklung der Persönlichkeitsreifung oder Persönlichkeitserhellung, Erleuchtung, Weiterentwicklung, wie auch immer, Vervollkommnung, wo der Faden bleibt, dass ich dabei gar nicht am Ende mehr da bin. Ja, das zu diesem attraktiven Argument für Menschen, die da solchem aus meiner Sicht abspalterischen Opium fürs Volk erliegen, dass man ihnen helfen kann. Jetzt nochmal zu Extinction Rebellion und gib Gott, was Gottes ist. Also ich denke, wir brauchen dringend ein Satyagraha fürs Überleben, was Extinction Rebellion sein wollte. Und ich wiederhole nochmal, Louis, also mir geht es weniger darum, da auszufechten, welche Katastrophennachrichten stimmen oder stimmen nicht, weil jedenfalls ja Einigkeit gegeben sein kann, der Katastrophenzug oder der drohende Katastrophenturbo ist so bedrohlich, dass man da eine bestmögliche Konsequenz gegen aufbringen sollte. Ich wiederhole, was aus meiner Sicht das Entscheidende ist, aus diesem Katastrophenturbo abzuleiten, nur einseitig jetzt zu demonstrieren oder sonst was zu machen und das bürgerliche Wohnzimmer unangetastet zu lassen, statt den ganzheitlichen und systemischen Wandel mindestens gleichzeitig zur Demonstriererei durchzuführen. Das ist das, wo ich sage, da haut es nicht hin. Und da habe ich ja auch schon oft darauf hingewiesen, dass Extinction Rebellion eigentlich da doppelschienig, mindestens doppelschienig ist. Und neben Demonstrationen oder Einzelökomaßnahmen, die man anstrebt, auch sagt, der zentrale Weg ist eben der systemische Weg, die Änderung der Partizipationsstruktur, also der gesellschaftlichen Steuerungsstrukturen. Und vielleicht als Doppelschiene dieser zweiten Schiene, es wird auch gesagt, geht nicht nur darum, jetzt Bürgerversammlungen oder was zu machen, sondern wir wollen selbst ein Konzept selbstorganisierender Systeme vorstellen, wo, ich zitiere aus dem Handbuch, dem SOS-Handbuch, wo Vertrauen das Blut im Organismus ist, auch untereinander. Also man nicht für irgendwelche politscheinen Augenblickseffekte die Korrektheit, den Zusammenhang, die Ehrlichkeit und sowas miteinander aufrechterhält. Jetzt können wir überlegen, ob ich das mit Geb Gott, was Gottes ist, jetzt mache oder noch in einem weiteren Beitrag von 3 Minuten. Das könnt ihr quasi aussuchen. Ja, Luis, bist du... Du bist dran. Ich suche mir aus später oder in einer Woche oder wann auch immer. Ich habe die Möglichkeit, ganz direkt nachzufragen. Naja, also, ja, ich hätte gern nochmal Feedback zu meinem Vorschlag, dass wir in unserer Kommunikation feilen. Ich bin nach wie vor interessiert an den Fakten, an den verschiedenen Sichtweisen, auch Fakten bezüglich Klimawandel. Dann kann ich dir sagen, Dylan, die Person, die davon geredet hat oder die was weitergeleitet hat, dass sie keine Wut hat, hatte aus meiner Sicht nicht die deutliche Wut. Das waren andere Personen. Die anderen Personen haben
der erstgenannten Person dann widersprochen. Und was du behauptet hast, ach, ich bin ja Esoteriker, ich brauche gar nichts tun. Also die Leute haben ja Gespräche initiiert, die darauf hinauslaufen, dass ich was verändern kann und wie. Also scheinen sind sie doch interessiert daran, dass ich was tue. Und ja, ich denke, dass es halt gut ist, ja, so mit Leuten umzugehen, dass man sich nicht unnötig vom Kopf stößt. Das ist natürlich ein Fernziel oder halt nicht wirklich etwas, was sich immer weiter verbessern lässt. Ja, also das wäre mir jetzt wirklich sehr wichtig. Feedback zur Kommunikation, Feedback zu den Klimafakten. Ich gehe weiter, danke. Ja, ich versuche jetzt gleich dann in 2 Minuten vielleicht fertig zu. Wir wollen uns ja allmählich einer heutigen Zwischenergebnis und Verabschiedung nähern. Und ich versuche mal, ob ich das jetzt in 2 Minuten oder in 1,5 hinkriege. Also erstens, nochmal zur Kommunikationsstruktur. Also ich bleibe dabei, dass ich meine Strategie, die Spreu vom Weizen zu trennen, für sinnvoll halte. Was glaube ich? Was bin ich ganz sicher als ehemaliger Psychoanalytiker? Wenn ich sage, ich bin der Höchste, dann reagiert ein gesunder Mensch darauf mit Neugier und sagt, ja, sag doch mal, vielleicht kann ich was lernen. Ja? Und die Größenwahnsinnige reagieren sofort mit Allergie, weil sie nämlich ja selber sich ohne Beweise und ohne Begründung und ohne Arbeitseinsatz für die Höchsten halten. Und das ist gut, denn diese Größenwahnsinnigen zerstören aus meiner Erfahrung jede Kommune und würden also auch wären eben nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Es gibt andere, die nicht so reagieren. Es gibt andere, die es schaffen, mit gesunder Neugier zu reagieren, ja. Und diese Menschen, die brauchen wir für Kommunenprojekte, ja. Die Größenwahnsinnigen brauchen wir nicht für Kommunenprojekte. Und ich glaube ja, dass es doch eine Korrelation gibt zwischen Esoterik und Größenwahn. Oder Größenillusion, wie es eigentlich heißen müsste. Es ist ja keine Wahnform. Es ist eigentlich nur eine Illusion, ne? Ja, und jetzt noch mal ganz kurz zur Bürgerversammlung. Ja, das ist gerade so der Punkt, dass ich auch glaube, dass wir uns alle geirrt haben, dass die Bevölkerung im Moment noch nicht so weit ist, die Arbeitsteilung zwischen hier Politiker, Spezialist für Politik und ich Bürger, Spezialist fürs Brötchenbacken oder für Metzgerei oder ja, dass die diese Arbeitsteilung offensichtlich noch nicht aufgeben wollen und der Weltrat bietet ja auch eine Lösung, wie man diese Arbeitsteilung bestehen lassen kann und eben nicht die Bürger in Bürgerversammlungen hochkomplizierte politische Prozesse studieren zu müssen und dann zu einem Urteil zu kommen und so weiter. Indem wir mit der Wohlfühlstimme eben die Arbeitsteilung aufrechterhalten und die Politiker zwingen, uns dienen zu müssen und sich wegwenden zu müssen von den Lobbyisten und Konzernen und wie wir auch über die Wohlfühlstimme die Konzerne dazu bringen, dass sie gar kein Interesse mehr haben, Lobbyisten zu entsenden, weil sie nämlich darüber, über die Wohlfühlstimme ja keine Profite mehr erzielen können durch Schädigung der Gesundheit, Wohlfühlen und Langlebigkeit der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner. Also die Gemeinwohlwirtschaft insgesamt löst uns das Problem, ohne den Umweg über die Bürgerversammlung gehen zu müssen, was eben leider sehr zeitaufwendig ist. Jetzt habe ich aber doch wieder 3 Minuten gebraucht, also bleiben wir beim 3-Minuten-Takt. Öff, bitte. Ja, ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht jetzt aber auch fertig werde. Also ich hatte gesagt, Extinction Rebellion enthält eigentlich diese Doppelstrategien oder gleich bei der zweiten Strategie gleich doppelte Doppelstrategien, nämlich Bürgerversammlung, also als gesamtgesellschaftliche Steuerungsveränderung und von der Basis her, dass wir aufhören, für irgendwelche Politstrategien oder Einzelaspektstrategien untereinander zu Schweinen zu werden, dass wir da neue Arten von wirklich Zusammenhalt, also Vertrauen als Blut im Organismus und gemeint ist die Gruppe, diese selbstorganisierende Gemeinschaftsform, dass das eben gemeinsam gesehen wird. Insofern kann ich da in einem Satz so sagen, was die Klimafakten angeht, da würde ich gar nicht großartig drüber streiten wollen. Ich würde sagen, ich halte bestimmte Dinge vielleicht für unwahrscheinlich, dass wir jetzt nicht mitkriegen, wenn da eben ganze Städte einfach platt gemacht werden.
Aber im Zweifelsfall würde ich da sagen, gut, dann nehmen wir immer an, es wäre so. Mich interessiert die Auseinandersetzung über die Frage, ob man daraus einseitige Strategien ableiten kann, wie demonstrieren statt ganzheitlicher oder systemischer Veränderung, also statt bürgerlichem Wohnzimmer, die Suche nach solchen neuen, gesamtverantwortlichen Gemeinschaftsentscheidungs- und Verteilungsstrukturen, sich darauf einzulassen. Das ist dann der entscheidende Punkt für mich. Und insofern komme ich damit zu dem Punkt noch mit Gebt Gott, was Gott ist. Das ist mal ganz kurz. Diese Stelle, da sagt Jesus dann am Ende, nachdem er schon sagt, was stellt ihr mir eine Falle, was für ein Bild ist das denn hier auf der Münze? Und die Leute sagen ganz erstaunt, ja, das ist das Bild des Kaisers. Dann sagt er, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Und die, da das Bild des Kaisers auf all den Münzen war, spricht das eher für eine sinnvolle Interpretation in der Art, dass er gesagt hat, gebt das Geld dem Kaiser zurück, als dass er gesagt hätte, unterwerft euch der kaiserlichen Gewalt in irgendeiner falschen Form oder seinem wirtschaftlichen Machtsystem. Und das passt zu anderen Stellen, wie ihr könnt nicht beiden Herren, Gott und dem Geld oder so. Also es passt viel mehr rein ins Gesamtbild, als da eine falsche Unterwerfungsmoral draus abzuleiten. Über alle diese Dinge kann man gerne genauer noch reden. Was die Kommunikation angeht, bin ich ja total offen. Also ich weiß jetzt auch gar nicht, ob sich die Kritik gegen mich richtete. Also ich bin ja auch der Ansicht, so reden, dass es den anderen gefällt. Alles aber auf den Tisch bringen. Die Kunst ist, beides zu vereinen. Dass man nicht eben Dinge auslässt oder Sachen verzerrt, weil man gefällig sein will. Auf der anderen Seite die Dinge, die sinnvoll zu sagen sind. Siehe Extinction Rebellion, Forderung 1. Man muss die Wahrheit sagen. Die meinen die Überlebenswahrheiten, die wissenschaftlichen. Also die Wahrheit sagen und am besten so sagen, dass die anderen gefällt. Bin ja da auch zu allen Kommunikationsformen offen und bereit. Okay, ich bin fertig. Danke sehr. Ja, also dann hätte ich von Dylan gern nochmal seine Sichtweise der Klimafakten. Und dann... es ist die eine Sache, wenn du mit Leuten bezüglich gemeinsamer Kommune die Spreu vom Weizen trennen möchtest, und die andere Sache, wenn du Leuten, die eventuell relevant sind in dem Kontext, ihnen eine Weltrettungsmaßnahme verkaufen willst. Da würde ich sagen, empfiehlt es sich halt, also ich würde sagen, es empfiehlt sich immer eher sanft und nicht vom Kopf stoßen zu sein, aber dann da vielleicht besonders. Und das mit Jesus finde ich cool erklärt oder cool ja interpretiert. Und dann würde ich sagen, du hast jetzt gerade gemeint, Öffi, Sachen nicht, also Sachen, die nötig sind zu erklären, beziehungsweise durchblicken zu lassen. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich schränke oder nicht. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, dass du eine Erleuchtungsdefinition hast, Öffi, dass Leute quasi sich dann mit mystischen Einheitsgefühlen am besten auseinandersetzen können, wenn sie ihr Äußerstes getan haben, um auf der Welt quasi kein Faktor in Ungerechtigkeit zu sein. Und ja, und Dylan sieht sich ja als den Höchsten, ehemals bezeichnet erleuchtet. Und ich weiß, Öffi, du willst keine Reihenfolgen auskämpfen. Aber ja, da fände ich, könnte man, da fände ich es interessant, wenn sicher wäre, dass Dylan die Sichtweise von dir kennt, die ich glaube, verstanden zu haben. Und ja, das wäre dann vielleicht interessant. Ich gebe weiter, danke. Ja, für mich ist es ja kein Wettbewerb, sondern ich bin hoch erfreut, wenn jemand sagt, er sieht sich als erleuchtet, und dann sage ich, bitte unterrichte mich und weise mich auf meine Irrtümer hin, überzeuge mich, dass ich mich irre, und welche Argumente du gefunden hast, warum deine Sichtweise mehr wahr ist als meine. Da freue ich mich drüber und reagiere darauf ganz positiv
Und damit, das ist halt der Unterschied zwischen den, ich nenne sie mal den größten Illusionären, ja, die eben allergisch reagieren, weil sie selber sich ja für die Größten halten, ne? Und das aber nicht offen kommunizieren. Na gut, also nochmal ganz kurz zu den Klimaflakten, weil wir sollten ruhig wirklich das Ende suchen für heute. Ganz kurz, ich habe zwar ein Studium Universale und Studium Generale hinter mir sozusagen, über die letzten 50 Jahre hinweg, aber übers Klima habe ich null Ahnung. Ich kann nur das Gefühl schildern, dass ich das Gefühl habe, dass wir hier in Deutschland mittlerweile Monsunverhältnisse haben, dass der Himmel war jetzt die letzten Wochen bei uns nur wolkenbehangen und ständig kurz vorm Regnen und so weiter. Also ich habe das Gefühl, wir haben wirklich ein Problem, aber das überlasse ich jetzt anderen. Da kann ich nichts dazu sagen. Ich werde mich jetzt nicht in Klimawissenschaften einarbeiten, jahrzehntelang, denn das braucht man, wenn man wirklich was davon stehen will, braucht man nicht einen Kurs bei Extinction Rebellion, sondern mal 20 Jahre solide und seriöse Wissenschaft. Ja? Und dann kann man da was sagen. Ich muss mich darauf verlassen, dass dort nicht alles Lüge ist, was die Wissenschaftler sagen. Aber für mich ist nur entscheidend, ja, wenn die doch überzeugt sind, dass das ein Riesenproblem auch für Deutschland ist und für uns hier in Deutschland ist, dass also diese Flut in diesem Jahr nicht die gleiche Flut ist wie vor 40 Jahren und vor 50 und vor 70 Jahren, sondern dass da was anders ist für Deutschland und mehr ist und so weiter. Wenn die das doch glauben, dann müssten die doch total motiviert sein, von uns zu lernen, wie wir nach 53 Jahren Wissenschaft das Weltproblem Klima lösen könnten, wenn es denn eines ist. Wir haben das Lösungsmodell dafür und die haben die Überzeugung, dass das Klima ein echtes Problem für Deutschland ist. Ja, dann muss man sich doch zusammensetzen und darüber stundenlang reden. Ja? Und das ist ja genau der Punkt. Und wie gesagt, Luis, ich freue mich da auf jede Online- und Telefonkonferenz und so weiter, jederzeit sofort. Gell? Ich gebe weiter an Öff. Wir suchen immer noch das Ende, ne? Ich habe es gefunden. Ein Satz zu Luis noch. Ich sagte nicht, man muss unbedingt das Äußerste tun, um sich zu läutern. Aber der Anspruch ist eben überhaupt, sich körperlich, geistig und moralisch zu läutern, weil der Verbrecher die Erleuchtung nicht finden wird. Und dann möge sich ein jeder dann fragen. Also ich sehe meine Aufgabe ja auch nicht darin, dann jetzt eben da andere im Einzelnen zu beurteilen. Also da muss man sich schon, mich schon fragen, ob ich, so, ob ich solche Einschätzungen abgeben würde. Ansonsten möge ein jeder nach diesem Verständnis vielleicht ringen und wie er da am besten mit sich selbst entwickeln und aus den Problemen, Unrechtsverstrickung, eigene Dunkelheiten und Schatten im Inneren, wie er sich daraus entwickeln kann, wenn er es so versteht und wenn er den Anspruch gut findet. Ich selber versuche es so ganzheitlich und stimmig wie möglich zu leben. Ja, ansonsten danke ich euch für einen sehr spannenden Abend. Ich hoffe, deine Aufnahme ist was geworden, Dylan, weil ich glaube, das kann Menschen wirklich schon wertvolle Anstöße wieder geben, sich mit den angesprochenen Themen zu beschäftigen, den angesprochenen Auffassungen. Ja, ich umarme euch durchs Telefon und wünsche euch das Beste. Namaste. Ja, danke schön. Ich hoffe auch, die Aufnahme ist was geworden. Ich bin auch dankbar für den Austausch. Man könnte jetzt spitzfindeln, dass Leute, die sagen, wir machen Informate und gegenseitig unsere Irrtümer, erzählen ja schon Fragen, aber also Dylan, eventuell könntest du öfter nochmal ganz genau fragen, aber eventuell habe ich das schon mal vor ein paar Wochen sowieso auf die Spitze, also pointiert. Und ja, ich finde es natürlich auch widersprüchlich, wie Extinction Rebellion handelt. Wie gesagt, wenn ich einen Talk anleiern kann, lade ich dich sofort ein. Aber was ich machen kann, ich kann dich auf die Chat-Plattform einladen und dann bist du quasi auch in der Hinsicht Extinction Rebellion. Jeder kann ja für sich, der die Prinzipien und die Forderungen stimmig findet, ist ja schon handlungsfähiger Teil von XA. Und dann kannst du quasi, anstatt dass du dich wunderst, dass Extinction Rebellion so und so unverständnisvoll ist, kannst du dann als Teil von Extinction Rebellion das von innen heraus ändern.
Und ja, das wäre natürlich für mich noch überzeugender, wenn du es machen würdest, aber du kannst natürlich auch argumentieren, dass du irgendwie ja da keine Hoffnung hast oder deine Zeit zu knapp ist oder was auch immer. Also wenn du möchtest, schicke ich dir morgen einen Einladungslink. Und einer der Mitgründer, Roger Hellen, behauptet, 10 Stunden Auseinandersetzung mit den Fakten reichen. Aber ich habe gehört, wo die Diskrepanz ist zu deiner Aussage und nehme ich beides ernst. Und dann wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Bis bald. Ja, und selbstverständlich probiere ich das nochmal. Nur würde ich jetzt diesmal ein bisschen früher, wenn ich merke, dass jemand so kriminell ist, wie ich damals in dem Extinction Rebellion Forum, würde ich mich schneller verabschieden einfach, weil das dann wieder schädigt. Immerhin hat uns das damals den Austritt von 2 unserer Professoren gekostet, die von diesem aus meiner Sicht kriminellen Person da terrorisiert wurden mit irgendwelchen Diffamierungsmails und so weiter und die dann also ausgetreten sind. Aber deswegen, ich mache trotzdem einen Versuch, weil es ja so wichtig ist. Na, natürlich mache ich den Versuch gerne und deswegen freue ich mich auf den Link. Aber ich finde es auch toll, wenn du da vielleicht schon mal eine Gespräche vorbereiten würdest. Ja, das ist vielleicht dann auch ein guter Weg, ja, weil du hast dich ja doch schon ein bisschen damit beschäftigt. Also insofern freue ich mich, also ich finde es schon toll, wenn du es vorbereiten würdest und sagen würdest, also dass du auch manches, was ich sage, doch als sehr vernünftige Sichtweise des Weltrates siehst und so weiter. Und ja, dann können wir ja auch für heute Schluss machen. Ich hoffe, dass Teile gut hörbar sind. Ich habe daraus gelernt, dass ich für die Zukunft die Box ein bisschen lauter stellen muss, damit ich mitkriege, wenn da im Hintergrund plötzlich ein Video anfängt zu laufen oder irgendwas anfängt zu laufen auf dem Computer. Ja, dann können wir uns jetzt Tschüss zurufen. Also bis zum nächsten Mal. Also am besten, da wie gesagt, ich kann leider nur 20 oder 20.15 Uhr, wäre für mich natürlich optimal 20.15 Uhr. Aber das könnt ihr ja nochmal mailen, ne? Also bis dann, eventuell dann bis nächsten Samstag. Gell? Tschüssi. Ich kann vielleicht noch sagen, also ich habe ja selber nicht den besten Stand da und ich habe das ja schon versucht bei Leuten, mit denen ich einen guten Draht habe und von wegen mit kriminell oder so, ich würde dir halt empfehlen, du könntest ja behaupten, dass du von dem Weltrat gehört hast und den voll gut findest und mit denen in Verhandlungen bist, dann dann wäre da vielleicht durch die Inkognito-Idee mehr Schutz gegeben. Und das wäre natürlich... Ach so, dass ich einen anonymen Account mache. Nicht Dylan, sondern einen anderen. Das wäre eine Möglichkeit, genau. Genau, dann mache ich das. Ja, mache ich, gerne. Und dann, weil sich halt von diesen Leuten abschrecken lassen, die das auch nicht böse meinen, bin ich deswegen sicher, weil ich halt mit jemandem in sehr guten oder in guten Kontakt gekommen bin, der in guten Kontakt ist mit der Person. Aber ich finde es natürlich trotzdem total... schade und bedenklich. Na gut. Ja, super. Dann versuche ich dran zu denken mit dem Link und wünsche alles Beste. Ja, alles klar. Und wie gesagt, ich kann leider nur nächsten Samstag 20.15 Uhr, also generell immer so 20.15 Uhr. Und wir haben ja am 18. die Talkshow, da seid ihr ja für 20 Uhr alle eingeladen, gell? Und Öff macht ja die Moderation, ne? Frau Krimmenstein hat zugesagt und der Leiter des Instituts für soziale Dreigliederung hat ja fest zugesagt. Ja, und Luis, du wärst quasi Vertreter des Orga-Teams der Partei des Gemeinwohls, eventuell. Ach so. Ah. Ja, das ist natürlich eine Ehre und eine Überraschung. Mal sehen, was passiert. Also ich bin da auf einer Demo. Ja. Mal schauen, wie es passt. Alles klar. Tschüssi. Tschüssi. Ja.